Moin. In der letzten Folge haben sie sich mit dem Evo-Dude getroffen, also Körber und Jojo. Hat nochmal ein schönes Pläuschen gehalten und Jojo hat ihm Einweisungen gegeben, wie man, ne? Du weißt schon, wie man ein richtiger Dude ist. Richtiger Johansson. Und dann mussten Kavan und Vlad Jojo noch gemeinschaftlich ausreden, dass irgendwie Jegor irgendwas macht. So. Das ist halt keine Ahnung. So wie, hey, guck mal, diese Ampel ist offensichtlich rot. Ja, aber sie ist doch grün. Also sie könnte doch grün sein. Ich glaube nicht, dass das, da könnte ja was voll Fieses dahinter stecken. Zum Beispiel, dass mir jemand die Zäpfchen in den Augen umgebaut hat, sodass ich rot jetzt als grün sehe. Was sagst du denn dazu? Ja, aber es ist halt trotzdem einfach, Florina. Ja, ich traue, also wir sollten halt vorsichtig sein, nicht, dass die Ampel halt in Wirklichkeit wirklich doch rot ist und nicht grün. Fuck you. Also so nicht, aber man muss ja auch mal sinnlose, haltlose Entschuldigungen zerstreuen können. Naja. Viel Spaß und bleibt geil. Alle mal Aquamaler. So, dann irgendwann nach 20 Minuten kommt Vlad zu dir, Daddy. Jo. Also, ihr packt. Ich hab ne Knifte, ich hab Wechselzeug für 2 Wochen. Ja, dann guck mal, jetzt zeig mal deine Pornosammlung. Ich zeig einen Comlink hoch. Zeig mal, was du hast. Internet. Ja, aber was ist denn, wenn ich dir jetzt sage, kein Wi-Fi? Dann frage ich, wie lange? Es ist immer günstig, eine Pornosammlung offen Comlink zu haben, Junge. Wichtige Regel. So. 2 Wochen, nee. Ich will, dass du in die Nähe von dem D-Gebiet hier in Jutschneue fährst. Und da die Drohnen steigen lässt und guckst, was da so passiert. Die nächsten Tage häufiger mal, keine Ahnung, immer so 6 Stunden oder so. Auf jeden Fall nimmst du die Drohnen, wenn du fährst, oder mit. Weil, schon vor einer Woche oder so kam ins Gespräch, dass die Schlampe die Leute dort drin aushungern lässt so ein bisschen. Also, dass sie dort die Lebensmittellieferungen, die reingehen, ein bisschen dort nochmal anders verteilt. Und wir wissen, was da ist. Nicht so also, viel reingucken, sondern Grenzüberwachung, so dass ich genau mitkriegt. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das ist das umzäunte Gebiet, ne? Das, was du gerade meinst. Ja, dass man ja dicken, fetten Mauer erkennst du schon, wenn du davor stehst. Ja. Ja, das war OT gefragt. Ja. Nee, irgendwo in der Nähe suchst du dir ein schickes Plätzchen und guckst ein bisschen, was abgeht. Kennst du ein paar Routen von ihr? Jedenfalls Gerüchte halber. Kenn ich schon, aber du musst ja auch mal selber groß werden. Es erleichtert mir die Arbeit und sorgt dafür, dass du bessere Ergebnisse kriegst. Und schnellere Ergebnisse. Nee, das machen wir nicht. Da in der Nähe ist ein altes, ich will es nicht Krankenhaus nennen, das ist eine Mischung aus großem Bodyshop und einem Krankenhausflügel, das ist schon lange außer Betrieb. Mhm. Da drin sind ein paar Dudes, ein paar von denen hast du schon gesehen, die auf jeden Fall auf unserer Seite stehen, die sind ausgerüstet, wenn es irgendwie Stress gibt, fährst du da als erstes hin. Okay. Bolchow-Klinik oder sonst shit. Mhm. Gut. Routen, das Ding ist, such dir eine Route aus, die du für günstig hältst, schickst sie mir, wie du fahren willst. Wenn du irgendwas richtig Dummes ist, dann werde ich es dir schon sagen, aber du weißt, wo die Red River Gang ist, da sollst du nicht hin. Und so viel gibt's da nicht, was da scheiße ist. Und die werden dir schon sagen, wenn du dazu nach ranfährst. Warum musst du ja nicht, du hast ja Drohnen. Das ist richtig. Dann tue ich mir, wie er geheißen. Ja, meinte ich. Du sollst ja nicht ins D-Gebiet fahren. Nee, aber sie muss ja ins D-Gebiet. Ach so, jein, das weißt du. Die Leute, die dort den Grenzzaun überwachen, die verdienen ja auch zu wenig, ne? Okay, gut. Und da müssen ja auch zum Teil Mülltransporter reinfahren und wieder raus. Und da hinten ist echt, da ist viel Ladefläche und so ein Shit. Das geht schon alles irgendwie. Okay. Dann suche ich mir, ich soll das eine ganze Zeit lang machen wahrscheinlich, ne?
Zumindest die nächsten Tage. Ja. Dann suche ich mir für den ersten Tag quasi den ersten Punkt aus, gehe dann halt dorthin. Also guck erstmal, ne, wer da in der Gegend ist. Und suche mir eine günstige Position und lass dann meine Zeppeline steigen. Yay! Yay! Hast du die Boni im Kopf? Nope. Aber den Namen. Ah, da ist er ja. So, warte. Bla 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 bla. Willst du die Autonomen operieren lassen oder willst du selber gucken? Nee, ich habe 6 Stunden Zeit. Das heißt, ich werde dir die Forecast werde ich quasi an 6 verschiedenen Orten packen. Die werde ich dann halt natürlich ein bisschen überwachen. Ne? Aber das mache ich eher so mehr oder weniger. Also ausrichten, dann nochmal gucken, kontrollieren, monitoren. Und dann mal ein bisschen genauer angucken, okay. Genau. Und sollte da jemand ein Fahrzeug, was mir suspekt vorkommt, rausfahren, dann fliege ich da mit der Kurierdrohne mal 1-2 Blocks hinterher und drehe dann ab und so weiter und so fort. Okay. Also fangen die dann auch erst so nach einem, ne, also die fahren dann da weg und dann zufälligerweise treffen die dann kurzzeitig die Routen und dann fahre ich da daher. Es wird ein bisschen überprüft und das mache ich dann halt per Hand. Und dann fliegt die halt weiter. Okay. Wie viel von den Forecasts willst du nehmen? Und du brauchst ja 3. Genau, ich habe ja 3. Und du brauchst auch 3, damit das ein geiles System wird. Theoretisch. Dann darfst du jetzt deine Probe mit plus, was war es? 2, ne? Ne, plus 1. Ne, plus 0. Mit? Das ist ja schade. Bei 4 Drohnen plus 1. Dann normale Wahrnehmung. Natürlich ohne Augen. Shit. Ja. Wir machen das mal als ausgedehnte Probe mit abnehmendem Pool. Das wäre ja so nach 4 Stunden. 4 Stunden. Nach 4 Tagen, meiner. Oh, okay. Wir müssen das ein bisschen raffen. So viel passiert da ja auch nicht. Jussi, okay. 5 Tage, sehr schön. 27. So. Cool. Okay, pass auf. Es verhält sich der Gestalt. Es ist unglaublich langweilig. Man kriegt halt nicht so viel mit von dem. Also ich meine, klar kannst du mal so ein bisschen näher an der Mauer auflegen und dann mal gucken, was da so passiert in. Aber es sind trotzdem Sachen, wo man, wenn man das nicht jeden Tag sieht, die Unterschiede vermutlich gar nicht so hart erkennt. Aber nach 5 Tagen erkennst du was. Es ist unter der normalen Müllabfuhrtruppe, die nicht so fürchterlich krass gewechselt hat und die fahren da tatsächlich täglich rein. Ist ein Zwerg mit einer Tschapka, der keine Leggings trägt und keinen Mantel, aber es würde gut zu ihm passen. Er wird begleitet von einem sehr schlaksigen Mensch, der keine Narbe auf der Stirn hat, aber sie hörte da eigentlich schon hin. Der hat bestimmt eine Eule als Haustier. Du hast es verstanden, ne? Ist das quasi Dobby und Harry Potter? Was? Ja, es ist Brote und Potter. Ah! Jetzt! Warum heißt der Brote und nicht Dobby? Was ist da los? Ja, das, ich fand den Vergleich okay, sag ich mal. Du erkennst nicht genau, was sie machen, aber sie machen Dinge. Schwer zu sagen. Sie bringen da Dinge rein. Sie sind mal Müller vor, sie bringen da hauptsächlich Dinge raus. Okay.
Die waren vorher nicht in dem anderen beschäftigt, oder? Oder haben die auch gegen die Du Dingsbums siehst sie gearbeitet? heute. Hä? Wie? Was? Haben die auch gegen die Bones gearbeitet? Nee. Es waren auch, auch drei aus der Distille. Naja, da sind zwei von vier aus der Brennerei, aber ich glaube, die anderen beiden hast du nie kennengelernt. Genau. Die sind nur wortmäßig gefallen. Deswegen wirst du die jetzt dort auch, wenn überhaupt, wenn sie da sein sollten, nicht erkennen. Auch wenn sie es schon mal gesehen haben könntest, aber ist egal. Und nein, die waren nicht an bei uns beteiligt. Ja, es wird natürlich aufgezeichnet, werden die werden vergrößert einmal kurz, damit Jojo die auch sieht. Also, ne, wenn man die gut erkennt quasi, dass das die sind. Das ist ärgerlich. Ja. Ich halte weiter meine Augen offen erstmal. Mir passiert ja nicht. Okay. Die fahren irgendwann wieder raus. Dann werde ich Jojo mal ansprechen. Aloha. Du. Ist das ein Comlink-Gespräch? Nein. Okay. Ich werde ja irgendwann mal nach Hause fahren. In den 6 Tagen. Ich wollte es nur wissen. Du fährst Nee. jeden Tag nach Hause, du bist ja nur 6 Stunden pro Tag. Ja, eben. Du, sag mal, du hast bestimmt mitgekriegt, dass dein Bruder mich losgeschickt hat. Hat sie? Ich bin 6 Tage lang, 6 Stunden lang weg. Weißt du Jo. nicht, wo Vlad dich hingeschickt hat? Aber ihr seid Freunde und unterhaltet euch vielleicht mal. Nee, das kann sein. Ich wusste nur nicht, ob er Jojo das überhaupt sagen soll. Nö, also ich Das hab. war nichts Ich Geheimes. hätte jetzt quasi das nicht proaktiv gesagt, so ich muss, sie wird immer mitgekriegt haben, dass ich halt einen Auftrag habe, wo ich immerhin wieder hinfahre, aber. Nee, okay. Nee, sowas hält er nicht geheim. Das ist schon okay. Das muss nicht vor irgendwelchen anderen Leuten gesagt werden, aber das passt schon. Okay. Ich habe da Prodo und Potter gesehen, die dafür Okay. immer rein und rausfahren, quasi. Dann haben die da drinnen entweder Kontakte oder Du hast sie einmal rein und rausfahren sehen. Okay, ich dachte, die wären vorher nur nicht zu erkennen gewesen, waren, aber Nee, du hast sie einmal gesehen, du hast ja, das sind ja die Sachen, die rein und rauskommen, sind ja die für dich interessanten Sachen. Definitiv nur einmal. Du warst ja sicherlich auch zu unterschiedlichen Zeiten, also in den 6 Tagen, aber definitiv nur einmal. okay. So. Ja, ich hab die da gesehen. Meinst du, das ist. Also, nice to know, dass die diese Kontakte haben, aber nicht so schön, dass, weil ich weiß, ist das doch in Florinas Hand. Das heißt ja nichts. Oh. Vielleicht haben die da drin auch Kontakte, weil die Leute noch vor den D-Gebieten kannten. Vielleicht sollen sie da drin irgendeinen Auftrag erfüllen, der vielleicht nicht mal mit Florida zu tun hat. Vielleicht, wir wissen überhaupt nicht, was da Sache ist. Naja, das ist auf jeden Fall das Einzige, was mir aufgefallen ist. Das ist das Tolle daran. Ja. Und jetzt? Also, pff. Die werden nicht sagen, was sie da gemacht haben und ich werde die auch nicht auf den Stuhl setzen. Also. Nee, das war mir schon klar. Ich meine, wir würden darüber auch nicht reden, wenn wir da reinfahren. Nicht wahr? Ist Ich nur werde. mal. Ich sag's mal so, ich werde dann mit ihnen reden, wenn sie zwischen die Fronten geraten, um gegebenenfalls, um ihnen die Chance zu geben, aus der Schusslinie rauszuziehen, gehen, aber. Erstmal ist das eine Sache, in die ich mich jetzt nicht einmische. Sehr gut. Juti, dann werde ich meine tollen Ergebnisse mal deinem Bruder vorzeigen. Weil viel habe ich nicht wirklich. Also, ich bin da Mach das, nichts. aber verweis gegebenenfalls darauf, dass du die Typen kennst. Das hatte ich vor. Jo, Gut. du gehst zu Vlad. Er guckt Moin. sich einen Mario-Bart-mäßigen Komiker an und findet's übel lustig. Kennst du? Kennst du? Gut, moin. Ja, Ich kennst du unterbreche dich. den? Kennst du den? Nee, den kenne ich zum Glück nicht. Der hört sich irgendwie dämlich an. Was soll denn das? Der ist übel.
Ey, der wiederholt sich die ganze Zeit. Irgendwie nee, nur. Mann, Alter, nee, Alter, den musst du mal reinziehen. Seitdem ich hier bin, hat er den dritten Satz dreimal wiederholt. Ja, na klar, aber das ist, ich glaube, also ich meine, ich sage auch öfter mal das Gleiche. Und der erzählt einfach, wie es ist, Alter, über The Viper 1:1. Richtig krasser Boy, übel lustig. Ist aber egal, muss dir nicht gefallen, du hast aber keinen Geschmack, du Koch. Also, was ist los? Ich habe ja genug Zeit in letzter Zeit, ich kann mir den mal angucken. Na sisse. Also, die letzten Tage waren doch recht, sagen wir es mal so, langweilig. Also. Hier sieht man immer schön, wer wo reinfährt, bla bla bla. Ja. Langweilig, langweilig, langweilig. Ist einfach, also ich sehe da keinen Warte mal, warte mal kurz, okay. Ein Auto voller Essen fährt rein und dann wird's so drin nicht richtig verteilt. Okay. Das Problem ist, das Einzige, was mir aufgefallen ist, sind jener Mensch und jener Zwerg. Diese beiden Jungs kenne ich auf beruflichen Wege, sagen wir es mal so. Okay. Das sind also Fachmänner. Nur ich weiß nicht wofür und was sie davor haben. Und wer sie angeordnet hat, weiß ich natürlich auch nicht. Du weißt nicht wofür? Okay. Ja, sie sind halt Spezialkräfte genau wie ich. Und ja, naja, aber dann weißt du doch bestimmt, ob das schlägt. Na, schläge ich sonst nicht. Obwohl der Zwerg, der sieht ein bisschen aus wie so Hautegen. Nee, aber du musst doch wissen, also meistens wisst ihr das doch. Jo, die Profession, das ist, oh Gott, was ist Proto nochmal? Ich weiß es noch. Sehr schön. Kannst du dich noch an den Namen des Teams erinnern? Ja, es war irgendwie irgendwas mit Explosionen, aber... Team Polenböller. Genau, Team Polenböller. Das sag ich mal so, die gehören zu dem Team Polenböller. Das sind so... Das sind Leute, die von Dr. Baryshnikov kommen, oder was? Nee, es ist... das eine ist ein Drohnen-Fahrzeugexperte. Hm. Fahrer. Mit einer Affinität zu Sprengstoff. Und der andere ist eine Frunze. Mit Fachgebiet auf Täuschung. Hm. Also, kein Plan, was sie tun. Vielleicht wollen die irgendwo da eine monströse Explosion verursachen, um die Mauern einzureißen. Ich habe keine Ahnung. Hältst du den Typen für fähig, das hinzukriegen? Mit genug Zeit und Ressourcen? Ich weiß nicht, wie sicher das auf der anderen Seite ist. Also von dieser Seite her ist es eine scheiß Situation, das zu machen. An die Mauer zu kommen. Du weißt ja selber, wie überwacht die ist. Naja. Auf der anderen Seite ist so gut wie nichts. Gut. Mag sein, weil die von da aus vielleicht auch nicht ausgehen, dass da jemand mit Sprengstoff reinkommt. Wenn die also jemand... Ich sag mal so, da stand Aztec doch die erste Weile und ist dann noch mal eingefahren und hat Leute hingerichtet. Also ganze ein halbes Haus manchmal. Hm. Die gehen da nicht mehr hin. Tja. Dementsprechend kann das gut sein, dass die auf der anderen Seite halt nicht gut beschützt ist und dementsprechend würde ich es auch von dort aus versuchen, wenn ich die Mauer einreißen würde. Das wäre witzig. Also es würde auf jeden Fall, es wird einen Haufen Krawall geben in der Stadt, wenn da auf einmal mehrere Löcher in der Wand sind. So, das Ding ist, da drin ist so ein Chinesenpark. Mit denen hatten wir früher ja ein Jute, die waren okay. Die haben aus irgendeinem Grund haben die übelst viel magischen Scheiß zusammengesammelt und hatten ein paar Leute, die was konnten. Keine Ahnung. Vielleicht wirkt es auch immer bloß so, weißt schon, der asiatische Raum ist magisch. Mhm. Untenrum. So, ich weiß auch, dass Pauline da die geknechtet hat. Auch wenn die keinen Bock drauf hatten. Und dann sind da noch so ein paar andere richtig aggressive Clan-Gruppen, die auf jeden Fall, die sind so mit der Richtige. Wenn die sich jetzt in unser Turf reingießen
Und wir sind echt quasi, wir umschließen dieses scheiß D-Gebiet. Aber ein ziemliches Problem. Ach du Scheiße, wir haben 3 von den umzäunten Kackdingern in Schafreno. Na gut. Ich habe nur eins über, also ne, ich habe nur eins so relativ. Das weiß ich, ich weiß doch, wo ich dich hingeschickt habe. Naja. Wenn die das an allen, gut koordiniert an allen Stellen gleichzeitig aufmachen, dann haben wir keine Chance. Na, wir kriegen das bestimmt noch hin. Wenn die Leute vorher mit Waffen versorgen oder mit allen anderen Scheiß. Ja, wir haben auch Leute mit Waffen versorgt. Aber, und da muss ich mal Jojo wieder in den Rücken, also den Rücken stärken, das wäre definitiv nicht ihre Vorgehensweise. Wieso denn nicht? Chaos in der ganzen Stadt verbreiten, wenn die Leute da drin ausgehungert sind, oder sind, die sind da jetzt ein Jahr oder so in diesen Mauern gewesen. Weißt du, was die für einen Bock haben, rauszugehen und einfach sich ihren Ärger Luft zu machen? Schon. Und die hat ziemlich viel Kontrolle über die D-Gebiete, weil Yegor sich immer einen Scheiß für die interessiert hat. Na gut, okay. Möglich, ja. Kapelle mitkommen. Ei. Man wird sich vereinen. Dann wird er ein paar anordnen, dass die eure Goons ein bisschen bereit und sensibel machen. Ein paar Waffenlager ausräumen und an andere Stellen sortieren. Und dann würde er euch beide plus Misha am nächsten Tag nochmal zur Überwachung hinschicken. Ja, wenn ich noch was einmerken darf. Wer ist ein Frischling? Ich weiß, wir sind nicht so töfte mit der Stadtverwaltung und den Bullen, aber das könnte die vielleicht interessieren und uns den Arsch retten, wenn die das nicht in die Luft jagen können. Ach so, du, die hatte ich mit Goons schon mit einbezogen. Ich meine, wenn in der Presse steht, ey, da ist eine Sprengladung, also vermuteter Terroranschlag, das wird doch niemals in der Presse stehen, Alter. Es gibt da Mittel und Wege. Vielleicht. Das würde Aztec auf jeden Fall schlecht dastehen lassen, also würde Horizon das publizieren, also von wir daher. Wir wissen nicht mit letzter Sicherheit, ob die das überhaupt machen. Nur weil die Knallerbsen häsen, müssen die nicht immer was in die Luft jagen. Das ist richtig, aber ich meine, wir würden dadurch keinen Gesichtsverlust haben, wenn... Darf ich eure Diskussion ganz kurz unterbrechen? Warte, ganz noch. Wir haben sowieso keinen Gesichtsverlust, wir sind nämlich keine fucking Japaner. Ja. Da das ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise wichtig zu sein scheint, besteht zumindest die Möglichkeit, dass ich versuche, mal mit denen zu reden. Na, wenn die morgen wiederkommen, hängt euch an deren Fersen. Unauffällig. Okay. Kann die auch einfach anrufen. Das würde auch funktionieren, ja. Das machst du aber erst, nachdem du morgen nochmal mit Kavan geguckt hast. Sie zuckt mit den Schultern. Gut. Wenn die da nur einmal sind, dann haben sie vielleicht irgendwas anderes gemacht. Wenn die da zweimal sind, dann wird es auch was komplizierteres sein. Muss nicht sein. Ja. Kann auch gut sein, dass die alles in einem Mal erledigt haben. Ihr hattet doch auch irgendjemanden, der sich mit Chemie in der Gang auskennt, oder?
Wir hatten das irgendwann mal festgesetzt. Das war entweder Lars oder Timbo. Timbo. Einer von beiden war das. Warum habe ich denn das denen zugeordnet? Aus Weil Gründen. die, glaube ich, noch nicht wirklich eine Profession hatten. Das steht aber da nicht. Timor. Timur. Okay. Ach Gott, Timor. Na, hat grundlegende Chemiekenntnisse. Na ja, gut. Timor wird nochmal kurz seine Meinung abgeben, aber Timor hat doch eigentlich grundlegende Chemiekenntnisse. Dann wird das noch ein bisschen beraten. Am Ende jetzt eine Abstimmung. Und ihr werdet vermutlich da sogar nur zu zweit hingehen müssen, weil die anderen jetzt ein paar andere Sachen da klären sollten. Und ihr eher zur unauffälligen Sorte gehört. Es sei denn, Jojo wirft sich auf den Boden strampeln und sagt, ich will aber noch jemanden haben. Nö. Sie müsste auch nicht mal strampeln. Nö. Jutti. Man kann dem Spielleiter auch mal Arbeit ersparen. So eine Argumentation, ne? Wird mich gleich den Kopf kosten. Also dieses Metagaming, das bringt mich total aus meiner tiefen Immersion raus und wir wollten eigentlich eine Qualitätsoffensive starten und jedes Outgame-Kommentar muss eigentlich mit dem Tod bestraft werden. Und so eine Runde möchte ich auch eigentlich nicht mehr spielen, also. Hat sie nicht gesagt? Alles klar, wir haben einen neuen Spielleiter. Wir nennen ihn jetzt So. Stein. Stein? Nee, Ja, nee, offensiv, wir haben quasi eine Qualitätsoffensive, wir ersetzen unseren Spielleiter. Finde ich gut. nee. Na, Judy. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich heute diejenige bin, die Edge verbrennen muss oder du. Gegen solche Kommentare doch nicht. Ich fühle mich da nicht angegriffen. Ich habe nur jemanden imitiert und damit ging die Beleidigung direkt durch mich durch an die andere Person. Nicht die Person! So. Oh, es macht so schön, es hat so einen schönen Klang, es macht Ich muss so es. viel Spaß, das zu sagen. Ich muss es vor allen Dingen alles rausschneiden, Alter. Fick dich. Okay, Entschuldigung. Ist ja nicht so schlimm. Ich muss immer Dinge rausschneiden. Also! Aber du tust es so selten. Nein. Das ist einfach nicht wahr. In jedem Fall los. Läuft Harn. Also, ihr macht euch da am nächsten Tag hin. Boom. Ihr guckt ein bisschen in die Röhre. So. Und dann werdet ihr Folgendes bemerken, dass ihr mal eine Wahrnehmungsprobe machen müsst. Sehen, hören, fühlen, lecken, Das nennt man dann schmecken. schniefen. Das nennt man dann riechen. Mit unseren eigenen Augen oder woanders mit? Versucht's doch erstmal mit Sehen. Na, du müsstest dich entscheiden, entweder Drohnen autonomen oder deine eigenen Augen Drohnen oder deine eigenen Augen Augen. Mir ist das egal. Aber ich kann alles parallel. Nein. Oh, ich habe eine Sichtverbesserung. Es ist genauso wie die Legende vom Multitasking. Es geht nicht. Das möchte ich nicht tun. Ich habe zwei Erfolge. Wenn du das nicht tun möchtest, dann müsstest du das etchen, mein Junge. Besser. Du hast also sechs Erfolge. Ja, gut. Jojo, Kaban weist mich sowieso gleich darauf hin.
Du siehst, das. Genau. Also, den Dude, den Grenzer-Dudes dort, den wird so ein dummes Kinderspielzeug vom Müllfahrer übergeben. Nein, es ist nicht Proto oder Potter. Sieht halt einfach aus wie ein Kinderspielzeug. So. Die scheinen etwas verwundert, aber dann scheint ihnen ein Licht aufzugehen. Man kann ja in so einem Kinderspielzeug auch mal einen Cratstick unterbringen oder so ein Shit. Dann fahren die rein. Daddy, als sie dich darauf aufmerksam macht, bemerkst du noch mehr. Sichtvergrößerung Ui. Sei Dank. Weißes Pulver nämlich. Wo dort so die Öffnung fürs Batteriefach oder für den Akku, da ist dann so ein bisschen ein weißes Pulver. Jetzt könnte man ja denken, diese dreckigen Schniefnasen. Aber schon komisch, dass der Müllmann schon seine Handschuhe anhat. Das sind auch frische, vollkommen saubere als das Ding. Also der fährt da ran, dann grubbelt das Fenster runter, dann quatscht er kurz mit denen, da hat er keine Handschuhe an, dann zieht er Handschuhe an, dann gibt er denen das Ding. Okay. Also eher dreckiges Gift. Vielleicht oder ist wie? Es auch sauberes Gift. Ich war ärgerlich. Ich weise Jojo darauf hin. Zeige hier die Aufnahme von dem weißen Pulver und dem Rest. Okay. Wofür war dieser eine Würfel? Das ist mein Standardwurf. Achso. Den ich immer mache, wenn es gegebenenfalls irgendwie anstrengend werden könnte. Eins ist schlecht. I know. Okay. Das sieht nach giftiges Zeug aus. Keine Ahnung. Der entledigt sich gerade eines Zeugen, würde ich sagen. Ja. Die beiden Typen, die direkt am Toreingang stehen, der eine geht mit erhobener Waffe so ein bisschen vom Tor weg, der andere rennt auf dieses kleine Wachhäuschen, also auf dieses Zollhäuschen da rein, wo gerade das Ding reingereicht wurde. Da ist wohl der Chemsniffer angeschlagen. Na, der Müllwagen halt neben dem Häuschen gehalten, da ist dieses Spielzeug reingegeben worden und die beiden Wachhabenden, die Wachmänner, die da draußen stehen, die rennen gerade zu dem Häuschen hin, wo dieses giftige Spielzeug reingereicht wurde. Genau. Hm. Der Müllwagen ist ja schon drin. Das ist schlecht für ihn. Entweder rennen wir da jetzt auch rein, aber das wäre echt dumm, weil dann kommen wir gegebenenfalls nicht wieder raus. Ja, ausrichtig. Ein Fahrzeug bleibt mit quietschenden Reifen stehen, zwei Typen springen raus und durchsieben die beiden anderen. Danach treten sie ihnen ins Gesicht. Der eine hat ein Cyberbein, denn Cyberbeine sind cool. Ich mach davon überall Aufnahmen. Es knackt lustig. Dann gehen die in das Haus, nicht ohne sich ihr Maskchen aufzusetzen. Dann geht's Tor auf. Da kommen Leute raus und die sind bewaffnet. Und ich sag mal so, viele von denen haben länger nicht ganz so viel zu essen bekommen. Die wurden lange eingesperrt und unterdrückt. Man hat ihnen von Anfang an klar gemacht, dass sie Abschaum sind. Aztec kam zu Anfang rein und hatte manchmal wahllos Leute abgeschlachtet, um zu zeigen, dass sie dort drinnen zu bleiben haben. Jojo hat Vlad ein Foto davon geschickt. Man könnte das Ganze oppressiv nennen. Vielleicht haben die ja richtig Bock. Ah, es sind übrigens nicht wenige.
Also ich habe echt gerade, und das ist ungewöhnlich für mich, das Bedürfnis, die Bullen zu rufen. Das sage ich auch im Spiel. Ja. Darf ich? Warte kurz. Antwort Vlad, Rückzug zum Krankenhaus, die Typen mitnehmen, zu uns bringen. Welche Typen? Na, ich hatte vorhin gesagt, Kaban soll zu diesem stillgelegten Pseudokrankenhaus gehen, weil da Verbündete sind. Ja, alles klar. Komm. Jojo schreibt zurück, Bullen rufen, Fragezeichen. Meinst du, die kommen nicht schon, Ausrufezeichen? Wer weiß. Ihr hört einen Hubschrauber. Oh, okay. Wir Hat holen... sich erledigt. Ab zu den Typen. Ja, wir holen unsere Jungs aus dem Scheiß. Na, da kommen jetzt Leute raus. Euer Fahrzeug steht vor dem Haus. Also, vielleicht schafft das ja noch rechtzeitig. Jetzt ist ja Jojo. Die humpelt ja, hat sie gewürfelt. Da werdet ihr das aber nicht rechtzeitig schaffen. Das heißt, ihr müsstet euch da hier irgendwie hinschleichen. Die durchkämmen ja jetzt zum Teil Gassen auf der Suche nach Futter. Menschen, die sie jetzt verantwortlich machen können und mehr. Mhm. Ich lasse mein Auto auf uns zukommen. Warum sitzen wir nicht im Auto? Na, keine Ahnung, weil das nicht die beste Beobachtungsposition ist. Achso. Weil ihr so näher rankommt. Achso, übrigens. Gibt's nicht so ein. Ja, bitte. Das ist, glaube ich, Illusionsmagie, aber so ein Tarnungsding. Oh ja, das gibt es. Chameleon, Zauber, irgendwas. Oder Tarnung. Tarnung heißt ja physische Tarnung. Man schießt auf den Autodeli. Das kratzt das jetzt nicht ganz so viel, denke ich. Aber es gehen schon ein paar Magazine rein. Herzlichen Glückwunsch. Ach, warte mal. Die sind ja richtig stark. Nein, die Autos haben übelst viel Panzerung. Soweit ich weiß, es passiert eigentlich nichts. Die haben nur Pistolen. Der ein oder andere springt auch mal auf die Motorhaube und schlägt mit einem Backstein auf die Fensterscheibe. Auch da passiert nicht ganz so viel. Aber die haben Bock. Ja, ich merke das. Ich lasse das quasi, wie gesagt, auf uns zufahren. Und wenn die Jungs dann immer noch auf der Motorhaube sitzen und auch mein Auto einschlagen, während ich in der Nähe bin, könnte es sein, dass ich mir eine Waffe ziehe. Ihr habt dich gerade nicht richtig verstanden. Nochmal. Ich sagte, in dem neuen Ding, was du mir mit dem Magiekram gegeben hast, sind nur noch meine Kampfzauber, sonst nichts mehr. Ich meinte auch Deli. Ja, also ich lasse, wie gesagt, das Auto auf uns zufahren. Dass es halt uns abholt, dass wir wir versuchen uns möglichst aus dem Sichtfeld von den anderen rauszuhalten. Das Auto kommt aber auf uns zu. Und wenn dieser Punk immer noch auf meinem Auto sitzt oder mit einem Backstein drauf, dann wird er von dieser Motorhaube geballert. Da sind aber jetzt 3-4 Leute um das Auto rum und noch vielleicht 10 in nicht unmittelbarer Nähe, aber nicht weit weg. Ja, die würden ja sowieso auf uns schießen, wenn ich da einsteige, richtig? Gefühlt? Jojo wird auf jeden Fall sehen, wie ich eine Waffe ziehe und durchlade. Okay, damit bin ich einverstanden. Den Rest machen wir dann aus. Genau. Jo, du siehst, wie Kaban eine Waffe zieht und fest entschlossen durchlädt und immer grimmig hinguckt auf sein schönes Auto. Das sind jetzt übelst viel Kratzer. Warte. Ja, aber die werden gleich sowieso das Feuer auf uns eröffnen, wenn wir da einsteigen wollen. Ja, warte doch kurz. So, der Trupp zieht ein bisschen weiter. Der lässt von deinem Auto irgendwann ab. Oh, Gott sei Dank. Gut. Dann nähern wir uns dem Auto vorsichtig und steigen ein. Ich würde... da ist es. Die Polizei in Moskau macht eine Durchsage über inzwischen mehrere Hubschrauber, dass Leute
sich lieber in ihre Häuser begeben sollen, denn wer draußen ist. Ich sag mal, sie nehmen nicht das Wort Kriegsrecht in den Mund. Jetzt warte doch mal kurz, ich brauch doch ein bisschen, bis ich das hier durchgedingst ja, habe. Ja, Jojo, muss ja auch ein bisschen überlegen. Entschuldige bitte, ihr seid ja noch ich nicht draußen. Ich würde quasi in mein Auto einsteigen. Mhm. Mach mal schleichen. Ja, ich kann das gut. Gut genug. Ich verstecke mich vor der Hecke und die Leute sehen mich trotzdem. Ich sehr gut. Na, ich sag mal so. Also, es ist viel Rumpel in Straßen. Schüsse, Geschrei. Es entwickeln sich kleine Herde. Herde der Gewalt und Herde, wo es auch warm wird. Also ich würde gerne auf uns beide, wenn das irgendwie geht, physische Tarnung wirken. Kaban sitzt jetzt aber schon im Auto. Ach so, okay, wenn wir sowieso schon im Auto sind. Nee, Kaban sitzt okay. Im Auto. Dann wirke ich das auf mich, das ist ein scheiß Illusionszauber, daran bin ich leider gar nicht so gut, wie ich gerne wäre. Du weißt, dass du -2 bekommst durchs Aufrechterhalten, auch auf Schleichen. Verdammt, da lohnt sich das nicht. Da du Illusionsmagie so äußerst schlecht beherrschst und immer nur kämpfen wolltest, lohnt sich das tatsächlich eher, wenn du damit Kaban bezauberst und den schleichen lässt, was jetzt für dich sinnlos ist. Ja, dann muss ich halt jetzt selber gucken, dass ich brav bin. Und da einigermaßen gut reinkomme. Das lief auf Geschicken, naja. Ich habe einen Erfolg. Und bin ganz knapp an einem Patzer vorbeigeschraubt. Ja, bei mir hat's auch geholfen. Ich sag mal so, warum sollte ich denn nochmal Wahrnehmung würfeln wollen? Auch du wirst nicht sehen. Du musst dich aber nicht vor der Hecke verstecken, sondern, ich meine, klar trittst du auf eine Blechdose und es scheppert ziemlich laut und so, aber wie gesagt, da sind Herde und Durchsagen und was weiß ich. Ich bin zu einem Zeitpunkt auf die Blechdose getreten, an dem jemand anders laut geschrien hat. Mhm. Zum Beispiel. Oh fuck, genau. Wir fahren jetzt bitte ganz langsam und gemächlich mit Vollgas also, raus. Ja, bitte. Danke. Wir fahren mit Vollgas da raus. Gib Gummi. Tja, dann würfelst du mir jetzt mal Reaktion und Intuition. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Sorry, das war nicht der richtige Wurf. Ich hab mich vertippt, ne? Das ist beruhigend. Das ist wirklich beruhigend. Das ist nicht beruhigend. Kaban? Ich hab mit 9 Würfeln weniger, nur 2 Erfolge weniger. Oh, das ist ja schade. Du kannst ja schon mal deine Autopanzerung. Nein, also ich bitte dich, also alles easy. Geätscht. Wie easy peasy das ist. Wie easy. Einfach zap zap hey, ausgewichen, hey, läuft. Easy peasy, mach doch mal kurz eine Fahrzeugprobe, du bekommst -2. Hast du ein positives Handling auf dein Fahrzeug? Handling ist der Threshold. Das oh. Limit. Das Limit, genau. Und ja, ich habe ein positives Limit zum Glück. Wohnfahrzeuge 2. -2, ne? Ich war noch zu SR4-ig. Hast du es vielleicht spezialisiert auf dein Auto? Ist doch völlig egal, sein Auto hat so ein niedriges Limit, dass er würfeln kann, was er will. Das ist schlecht. Ich hab's aber genau eingehalten. Das nenne ich kosteneffizient. Ich sag mal so, du weichst erst dem fucking Maschinengewehr des Hubschraubers aus, und zwar nicht gerade easy, es war fucking knapp, du Wichser. Ja, bisschen, ja. Das Auto hatte ein bisschen was abbekommen, weniger als die Menschen drumrum. Naja, das passiert. So, Kinderblut spritzt an eure Scheiben, wir hatten's so lange nicht mehr, aber... Was natürlich auch gut ist. Die Sache ist halt, so einen Hubschrauber abzuhängen.
gestaltet sich mit dem Gefährt, was du dein eigen nennst, als eine komplexe Sache. Ja, das glaube ich. Die dir nicht recht gelingen will. Können wir unsere Sins ausstrahlen, dass wir sagen können, wir sind nicht die? Natürlich könnt ihr das, das ist überhaupt kein Problem. Aber ist das schlau? Wir haben ja gesagt, wer nicht in seinem Haus ist, und dann habe ich nicht das Wort Kriegsrecht in den Mund genommen, aber ich habe es ja gemeint. Kennt Jojo Schleichwege, dadurch irgendwelche Gassen oder irgendwas anderes? Wo man der, ich meine, wir sind ja immer noch in Joschneue, oder? Das heißt, wir haben immer noch ewig hohe Gebäude und wenn es da mal irgendwo ein bisschen enger ist, kommt da ja auch ein Hubschrauber gar nicht durch. Übel geile Idee. Folgendes Problem. Das Auto ist natürlich ein fucking Rover. Du hast irgend so Schmuggelrouten oder so ein Shit, ne? Ja, ich habe Schmuggelrouten. Ja, minus drei, kein Ding, komm. Brauchst drei Erfolge. Nein, du brauchst zwei Erfolge, alles andere wäre vollkommener Schwachsinn. Okay. So, Schmuggelrouten habe ich auf zwei. Und du brauchst einen Erfolg für den Weg, der Kaban bestimmt besonders gut gefallen wird. Ich habe drei Erfolge. Wie viel Edge hast du jetzt noch? Dadurch, dass ich beim letzten Mal wieder voll war, weil wir Edge zurückgekriegt haben, habe ich jetzt noch vier. Du hast heute schon mal Edge ausgegeben, dann hast du jetzt noch ich drei. Ich habe heute noch gar kein Edge ausgegeben, Kaban hat geedged. Zweimal aber dann, ne? Mhm. Ja. Okay, gut. Dann hat er überhaupt nicht gesagt, was bist du denn jetzt so? Weil du mich schon wieder grundlos angehst. Also, Daddy, es gibt da eine Schmuck. Gibt's doch, tut mir doch eigentlich. Die ist übel nice, denn die erfordert nicht mal, dass ihr aus diesem Fahrzeug aussteigt. Zumindest nicht jetzt sofort. Die ist ein bisschen schwieriger zu fahren. Du kannst das schon mal in diese Probe werfen. Du bekommst aber dadurch, dass du einen Nettoerfolg hat, plus eins. Ist sie schwieriger zu fahren, weil sie schlechte Straßenverkehr? Hm? Eng ist einfach. Du wirst ja auch schnell durch und du willst ja Hubschrauber abhängen. Und dann durch die hohen Gebäude habt ihr tatsächlich einen ziemlichen Vorteil. Die können nicht so, ne? Es ist ja eine heiße, wilde Verfolgungsjagd. Schnell hier um die Kurve, 360. Naja, vielleicht nicht, aber vielleicht eher so 90. Lübt. Zwei Erfolge, weil Limit. Ja, gut. Dein es Auto gilt nimmt ja nicht ein bisschen als Schaden. Oh nee, drei. Handling drei, Entschuldigung. Scheiße, okay. Dein Auto nimmt minimalen Schaden, aber auch das ist noch alles verkraftbar. So, jetzt ist folgendes. Irgendwo dort gibt's dann eine Art, nennen wir es mal Einfahrt. Dort ist vor längerer Zeit in so einen alten Comlink-Laden ein Auto reingekracht und das sieht dementsprechend aus. Da könnte man sein Auto parken, denn es ist besser, zu Fuß weiterzugehen. Ihr seid auch in der Nähe eben jenes beschrobenen Krankenhauses. Und habt die Masse der unwilligen, ja zivilen Ungehorsam ausübenden Bevölkerung hinter euch gelassen. Das ist gut, dann tun wir dem doch wie geheißen. Sehr schön. Du parkst dein Auto in schönster Manier. Es dampft nicht, aber dein Bordcomputer sagt dir, dass vielleicht Schäden vorhanden sind. Eine Wartung ist erforderlich. Super. Dringend erforderlich. Und ihr seid frei. Juhu, wir laufen zu den Leuten. Sehr gut. Also, so ein Pseudo-Ding. Da ist eigentlich nur der eine Flügel offen. Also, nee, es war nur ein Flügel, aber da ist nur noch die Hälfte offen und dann nur die untersten zwei Etagen. Ihr kommt da an. Die sind, ich sag mal, die haben auch schon vielleicht Wäffelchen gezückt und die sind auch eher auf Unbehagen getrimmt, erkennen euch aber zumindest Jojo schnell und Gerber mit dem Tattoo dann auch. Man kann das ja alles hochhalten, dann geht er rein. Easy. Der Dude, der du das sagen heißt, hat, heißt Kripscher. Morg. Nein, Kripscher. Und das sind elf. Scheiße, ihr gebt euch mit Elfen ab, die was zu sagen haben. Es ist ein Mensch. Hi. Fuck, Alter. Spaß. Sachen zusammenpacken, mitkommen. Ja. Wir sind in zwei Minuten fertig. Okay. Man hört von oben
schon das zusammengepackt wird. Aber dann sind sie fertig mit zusammenpacken. Was? Man versammelt sich unten. Jojo würfelt mir mal 8 Würfel. Daddy würfelt mir mal 5 Würfel. Ich habe 4 Erfolge. Ich bin richtig gut heute. Na, vorhin war die Fahrzeugprobe wenigstens gut, als es sein musste. Daddy, du hast das leise Gefühl, du darfst übrigens nochmal doppelte Windskraft würfeln, eines Flüsterns, eines Singsanges gar, monoton und ungeil. Es lieget in der Luft. Oh, ich hasse die blöde Fotze. Jojo, Magie liegt in der Luft. Wo ist die? Ich sage dir das nach Daddys Wurf. Ich muss sagen, da musste ich mir jetzt ein bisschen Schweiß von der Stirn würfeln, denn hättest du keinen Newton-Wurf gehabt, hätte ich mir irgendwas überlegen müssen. Ah, da, das wäre ungünstig für uns alle geworden. Das wäre, naja, so, also. Jojo. Du wirst ja dann vermutlich erscannen. Yep. Du siehst, du warst dann noch vielleicht Florinas Geist vor Augen. Ja. Jodi. Du siehst, wie sich Ketten um die Hälse der 4 Leute, es sind ganze 4 Dudes dort, aber die sind loyal, ne? Deswegen seid ihr ja hin. Ihr seid ja keine Wichser. Die Ketten um die Hälse der 4 Dudes legen, einmal kräftig zerren und dann spießen denen, der hat ja oben so einen kleinen metallenen Aufbau. Dieser Aufbau spießt ihnen quasi durch den Kopf. Sie schreien gar fürchterbar, Kavan, das bekommst du auch wieder mit. Mhm. Und ich fasse mich kurz. Ich sag mal, eine auf Besessenheit basierende Tradition, ne? Aha. Die ist halt ungeil. Der eine von denen widersteht diesem Versuch, wie auch Kavan. Wie auch Kavan? Ah, du könntest mir eigentlich auch mal so eine Probe würfeln. Aber du kriegst noch halbe Magie dazu. Was für eine Probe? Doppelte Willenskraft, halbe Magie. Du meinst also, ich möchte gerne noch ein Edge würfeln? Dazu habe ich nichts gesagt. Ich möchte gerne noch ein Edge würfeln. Okay, dann mach das. Ich habe 5 Erfolge. Also ich meine, die 2 Erfolge hätten mir gereicht, aber du wolltest ja. So. Ich hasse dich. Wichser. Wieso hattest du nur echt 10 Würfel? Du hast doch, achso, ich hab doch überhaupt nichts gesagt. Das stimmt doch alles. Ich hab doch gesagt, Herr Magie, ich bin doch überhaupt nicht bescheuert. Also, der eine Typ, nämlich Kripscha, widersteht ebenfalls knapp dem Versuch. Es ist mit einigem Schmerz verbunden und einigem unangenehm sein. Da ihr beide aber ziemlich edle Proben hattet, betrifft euch das weniger. Ihr werdet das mit eher Leichtigkeit ab, sag ich mal. So, jetzt muss ich nochmal ganz blöde fragen. Ich habe diesen Geist nur gesehen, weil ich erscannt habe. Und das ist nichts, was irgendwie wirklich da war. Also der ist nicht manifestiert. Jetzt schon, und zwar in den Körpern der 3 Dudes. Ein Geist in allen 3? Nein, es sind 3 Geister. Na geil. Fuck it, da sind aber nicht noch mehr, ja? Nee. Also doch, das sind die 2, die euch nicht übernehmen konnten, aber die sind dadurch vermutlich ein bisschen... Und die können jetzt halt nichts, ne? Solange du jetzt nicht mehr erscannst, können die eigentlich nichts mehr machen. Ich werde das mit dem Erscannen dann jetzt auch sein lassen, aber ich bin halt angreifbar, sobald ich Magie wirke. Nein. Okay. Inni. Oh. Puh. 12. 11. Ich finde das übrigens ziemlich gut, dass ich das gemacht habe, ohne mir die SR5 Besessenheitsregeln anzugucken, aber sowas braucht ja keiner so, ne? Ja. Machen das einfach wie ein SR4, bloß ein bisschen weniger ekelhaft. Das wäre ganz gut.
Ach so, Jojo, die Geister sind deutlich, Kraftstufe ist deutlich geringer als deine Magie. Das beruhigt mich sogar ein bisschen. Naja, man kann doch nicht ständig irgendwelche Stufe 5 Geister aus dem Hut zaubern. So groß kann da gar kein Hut sein. Also, Dude Nummer 2. Es ist nicht, Kripscher hat einen Namen, der Rest ist 1, 2 und 3, ist klar, ne? Dude Nummer 2. Morg, Borg und Korg. Nee, Zorg war's. Das war immer Zorg, okay. Gorg und Borg. Okay. Aber da kommen wir wieder, da verwechseln wir wieder alles. So, also Nummer 2 wird sich dann leichter heben mit steinernen Augen. Und auch einem leicht bräunlich verhärteter Haut, von der mal ein bisschen Gekrissel manchmal abfällt. Und hatten die nicht eigentlich sogar noch? Ist ja egal. Dann versucht ihr aufs Maul zu hauen, Jojo. Mir? Ja. Ich bin aus Kill the Mage first. Ich sag mal so, im Normalfall hätten die dich vielleicht nicht als primäre Gefahr identifiziert, aber die sind ja Dualwesen jetzt und die sehen halt, dass du Magier bist und Geister greifen bestimmt eher jemanden Magier an als so anderen Dude. Das kann ich mir sogar vorstellen. Kaban hat so wenig Essenz, der ist doch fast unsichtbar. Ja, Tarnung! Der ist doch ein Ding. Endlich mal eine vernünftige Tarnung, sehr gut. Daddy SR4 haben ja die... Haben die immer die Kraftstufe addiert, ja, ne, auf die Attribute? Mhm. Gut, ich mach das so, wenn ein Geist zum Beispiel ein Erdgeist Minus auf Geschick hat, dann gibt das auch Minus auf die besessene Person. Das macht viel mehr Spaß. Aber bei denen wusste ich ja, dass das Erdgeister waren, ne? Das heißt, die haben Panzerung wie Sau. Möglicherweise. Ich sag mal, die Typen wirken alle sehr, sehr... Sehr fest, sehr erdverbunden im Duktus, grob schlechtig und hammerhart. Na, ich kenne ja den Geist. Ja, aber das. Ja, das ist ein Erdgeist. Erstmal darfst du ausweichen. Yay. Okay, also. Er holt aus mit seiner Pranke, verfehlt dich nur knapp und zerbröselt die Wand hinter dir. So dass Staub durch die Luft fliegt. Putz euch in die Augen. Also nicht direkt in die Augen, aber ihr wisst, was ich meine. Du hattest zwölf Inni? Ja, ich hatte sogar 13 Inni. Ich habe mir nur einen abgezogen. Wieso ziehst du dir einen ab, wegen deines Nachteils? Ja. Nein, das ist Bullshit. Okay, dann habe ich 13 Inni. Dann bist du dran. Ich hatte ausnahmsweise mal viele, viele Dingsbums, ja. Endlich Erfolge. Genau, das habe ich gesucht. Oh Gott, was können die denn nicht? Wo drin sind Erdgeister denn schlecht? Ich glaube, die mögen... Die haben eine hohe Willenskraft und einen hohen Dingens, ne? Alle Geister haben gleich viel Willenskraft. Okay. Schadenszauber, direkter, geistig Fläche, die sind ja alle beieinander. Ihr seid alle beieinander. Ja, aber das kann ich ja trotzdem einigermaßen richten. Sie könnte das hinter die zaubern zum Beispiel. Ist er nicht überzeugt von, einfach deswegen, weil diese massigen Gestalten dir auch ein Stück Sicht versperren. Das kannst du machen, kriegst du aber -2. Dann halt Einzelzauber, ist ja egal. Wenn du sagst, es geht nicht, weil ich damit Gefahr laufe, die anderen mitzudingsen, das will sie nicht. Das heißt. Na, nur bei einem Patzer, aber du bekommst -2, damit du alle drei von ihnen erwischst und euch nicht. Da habe ich zu wenig Würfel. So bringt das nichts. So schade. Wobei, warte mal. Doch, das bringt was. Ah, ich würfel einfach Edge mit. Okay.
Ach, scheiße. Direkt, wie hatten wir das denn jetzt geregelt? Wie im Buch. Na, ich habe bei mir jetzt hier stehen, Force mal 2 plus Net Hits. Aber nicht bei direkten. Da steht Schadenszauber, geistig. Nein, das sind aber keine direkten. Die direkten sind unter Kugelstoß TM. Und da steht nicht Force mal 2. Nee, da steht nur Force plus Net Hits. Nein, da steht Net Hits. Kugelstoß TM? Ja, unter Kugelstoß TM, da wo steht. Ach, Schadenszauber direkt, das was du machen willst. Ach, da. Ja, ja, da was du machen willst, da ist dann der Name steht da drüber. Oh Gott. Und das versus einmal Willenskraft, das bringt mir alles gar nichts. Ja, du kannst du nicht verfehlen. Ist halt die Frage, ob du glaubst, dass Erdgeister schwer zu verfehlen sind. Nee, Erdgeister sind wahrscheinlich saumäßig einfach zu verfehlen, weil die nicht für ihre Schnelligkeit bekannt sind. Also sind sie saumäßig schwer zu verfehlen. Und nicht einfach. Genau, sie sind... Ja, sie sind schwer zu verfehlen, meine ich ja. Ja. Direkte Schadenszauber sind dann gut, wenn du weißt, der Typ weicht sonst auf jeden Fall aus oder hat eine übel hohe Panzerung, damit du ihm ein bisschen Schaden reinwirken kannst. Aber du machst halt nur deine Würfel an Schaden. Ja, okay. Nee, dann geistigen Schadenszauber indirekt. Punkt. Na, siehst. Machen wir's so. Du sagst Fernzauber, alles klar, Juti. Dann minus 2, ja? Na, wenn du Flächenzauber machen willst, ja. Ja, Flächenzauber, dann will ich alle gleich dingsen. Na dann. Das bringt mir mehr, als wenn jetzt alle auf mich einschlagen. Furze? 4. Max Power! Du könntest mal wieder extrem zaubern. Richtig Bockzauber meinst du, dann krieg ich aber sofort K-Schaden. Ich trag dich hier raus. Wir hatten doch die Regeln geändert. Das stimmt, aber das heißt trotzdem, dass ich overcasten muss. Ja, das auf jeden Fall. Siehste? Aber das Element des Zufalls ist jetzt viel schöner und macht viel mehr Spaß. Das ist absolut richtig. Ja, komm, ich gönn's dir. Geil. Okay. Dann 5. Ich habe 5 Erfolge. Bam! Na Juti, dann machst du erstmal deinen Entzug mit minus 3. Ja, ja, warte. Ich will mir eben meinen Edge abstreichen, sonst vergesse ich das. Das ist eine gute Idee. Au! Das ist ja ärgerlich. Ja. So, was hat denn das überhaupt? Das hat 11. Force. 4K? What? Aber dafür habe ich 3 garantierte Net-Hits. Das weiß ich doch. Und da ich Edge eingesetzt habe, habe ich auch kein Limit mehr. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die 5, habe jetzt die 5 Erfolge, die ich gewürfelt habe, plus 3. Ja, ja. Das weiß ich schon alles. Fump. Mal 2. Moment, warum würfe ich denn das hier? Die müssen da jetzt Edge einsetzen, sonst sterben die ja. Hä, kriegen die nicht noch das Attribut vom Geist mit oben drauf? Ich sag mal so oder so ähnlich, ne? Die kriegen eigentlich ich glaube, die kriegen in SR4 eigentlich die Force des Geistes auf alle Attribute oder so ein Shit, aber das macht überhaupt keinen Spaß. So. Also, aha. Wie viel Schaden willst du machen? Na, ich mache 8 mal 2 plus Nettoerfolge, also. Warte mal. Schadenszauber geistig. Ich finde es schön, wie du dir einfach versuchst, alles zurechtzubiegen. Hier steht Force mal 2, das wären dann aber, bitteschön, 10 plus 8. Und nicht 16 plus 8. Ah ja, stimmt. Du fiese Hure. Entschuldigung. Naja, ich mach irgendwie 24 Schaden, ist okay, oder? Ja, 18, Entschuldigung. 18 Schaden ist trotzdem noch ziemlich heftig. Auf Fläche. Auf jeden von denen. Andere Leute werfen dafür Granaten und kriegen aufs Maul. Das ist ja auch nur geistig.
Na, warte mal kurz. Der eine, der hat ja beim Ausweichen gar keine Erfolge. Okay, also. Es verhält sich der Gestalt, dass du mal deinen Zauber beschreibst. Warte. Wie sieht denn das da aus in dem Raum? Der ist gleich ziemlich tot. Inwiefern? Na, habe ich da Metall? Weil Jojo verändert sich ja jetzt sowieso. Naja, aber es ist kein Elementarzauber. Das stimmt, aber... Okay. Weil wir gerade schon bei Akustik waren. Ihr kennt das doch sicher, wenn du so dieses richtig, richtig, richtig ekelhafte Knirschen von Metall hast, oder? Das macht doch wahnsinnige Kopfschmerzen. Mhm. Und wenn du das quasi in ja, doch, wenn du das gerade voll gegen die Birne kriegst, dann trifft dich sowas doch wie eine Wand. Ja. Ich glaube, das werden zumindest die anderen hören. Es wird sie zwar nicht hart treffen, aber ich glaube, leicht hören werden sie es trotzdem. Und ihr werdet euch trotzdem alle die Ohren zuhalten und das wird schon ein bisschen wehtun, aber bei den anderen drei Dudes ist es ein bisschen heftiger. Also. Der eine Dude, der verdreht dann auch quasi die Augen vollständig in den Kopf und zappelt und schüttelt sich und fällt dann hintenrum um. Dude Nummer 1 stützt sich auf jeden Fall an der Wand ab. Nee, warte, der stützt sich am Treppengeländer ab, was ob seines offenbar jetzt sehr großen Gewichtes nachgibt und ein bisschen eingebogen wird. Und der dritte Dude, der wird wütend. Hörst du, kratzt das nicht? Das habe ich nicht gesagt, aber wegen 1-2K sieht man ja nicht immer oder 1-2G. Alter, was hat denn der gewürfelt? Ey, Daddy, du bist dran. Wieso? Die können da Panzerung. Haben die doch. Stimmt. Der eine stützt sich ab, der andere ist wütend und der andere ist umgekippt. Nummer 2 ist aus dem Rennen. Juti! Ich habe ja noch meine geladene Waffe. Ja. Die hast du jetzt natürlich nicht mehr da drin gezogen. Ja doch, eigentlich, weil ich erwarte die ganze Zeit, dass wir von hinter uns Leute kriegen. Ja, aber okay, erstmal gucke ich, dieser Zauber war doch relativ offensichtlich. Und dieser Angriff auch. Alles ist ziemlich offensichtlich, ja. Also ich kann meine Feinde momentan identifizieren. Du bist dir nicht sicher, ob der Typ neben dir, also hier Kripscher, ob der nicht auch gleich noch aufsteht und dich vermöbeln will, aber du kannst noch 2 Feinde identifizieren. Dann kriegt der wütend aussieht, einen Schuss ins Knie. Weil, sofern ich weiß, sind die eigentlich unsere Dudes. Ich will die nicht töten. Ich will nur den Besetzer rausholen. Schuss ins Knie. Ich hoffe, das hilft. Wir machen das folgendermaßen. Du kriegst minus 2 und du machst maximal 4K. Jetzt hältst du davon? Mhm. Okay. Also, du bekommst minus 2. Also nochmal minus, also minus 4 insgesamt. Weil es steht alle ziemlich aneinander. Ich würde es noch nicht als Nahkampf werten, aber es ist halt fast Nahkampf. Ja, super. Das war gut. Naja, hast du jetzt noch eine einfache Handlung? Ich schieß nochmal. Du kannst nicht zweimal in eine Runde schießen. Richtig. Das ist ärgerlich. Ich schnapp mir den Dude und ziehe mich. Also ich versuche ihn halt, ne, rüberzuziehen, quasi von wegen weg von seinen eigenen Leuten. Du meinst Gripscher. Ja, genau. Und sage dabei, Vorsicht, Geister. Okay. Also, beziehungsweise schreie es, weil Panik.
Ein bisschen. Entschuldige, Gripscha. Geister, geh mal kurz. Geh mal rüber. So! Wütiboy ist noch gar nicht dran, sondern Abstützi-Boy ist dran. Nummer 1. Wer ist denn jetzt aber hier die Gefahr, ist die Frage. Ja, sie. Aber die kann sich wehren gegen Magier. So, Jojo, du machst Magie und Wandscraft. Und hast du Animagie? Ja. Na, dann darfst du das natürlich nur würfeln, wenn du noch irgendwie wanderst, wenn du hier, du weißt schon, die Reaktion abziehst. Also hier, Inni meine ich, dann könntest du natürlich nicht immer was machen. Dann bist du verrückt. Für den einen Würfel Antimagie, den ich habe, ziehe ich mir jetzt irgendwie Reaktion ab, oder was? Ich sag dir nur, was deine Optionen sind. Nicht Reaktion, sondern Inni, ne? Halt, du kannst dann nicht mehr nochmal was machen. Ja, aber da wäre ich ja lebensmüde. Ja. Wenn jetzt alles schon auf nach dem Dingsverfahren Kill the Mage first. Ja, ich, was macht denn der? Du würfelst erstmal und ich sag's dir dann. Ach genau, es war Magie plus Willenskraft, ne? Ja, ja. Ich habe 6 Erfolge. Ja, du bist halt übel langweilig und das macht sowieso keinen Spaß mit dir. Alter! Du merkst, wie, du merkst, wie so eine Art Lehmpudding unter deinen Beinen entsteht und du so langsam einsinkst, aber du kannst dann einfach raussteppen. Und dann hat sich das. Also erst den Lehm ein bisschen wegdrücken mit deinen magischen Superkräften und dann raussteppen. Langweilig! So, aber jetzt ist Wütiboy dran. Und ja. Wütiboy ist ja wütend und deswegen macht er so einen Scheiß ja nicht, habe ich gehört, ne? Mhm. Aber der ist ja wütend, das heißt, der könnte Edge einsetzen. Da müsstest du jetzt nochmal ausweichen, aber du bekommst da jetzt -3. Aber einen Erfolg? Tja, willst du das etchen? Auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht auch nur einen Erfolg habe. Hast du nur einen Erfolg? Das kann ich dir nicht sagen, das wäre ganz schön unfair. Dem Geist gegenüber, der uns alle umbringt. Ich hab nicht mehr viel Edge. Die hat doch schon in der ersten Runde einen zernichtet. Das ist doch jetzt nicht fair, was du sagst. Fick dich. Ich habe das Recht darauf zu erfahren, ob ich sterbe, wenn ich das jetzt nicht tue. Du stirbst nicht, wenn du das jetzt nicht tust. Na, ich merk doch, ob der mich treffen würde oder nicht. Wieso merkst du das denn? Woran denn? Du willst mir nur mein Edge aus der Tasche ziehen. Natürlich will er, dass das der Job eines Spielleiters. Fick dich, du verarschst mich nur. Das bedeutet... Alles klar. Das bedeutet, ich edge das jetzt, weil du mich jetzt total verarschst. Aber wenn ich es nicht tue, wirst du sagen, ich hab's ja gesagt. Fick dich, so. Siehste, war gut, dass du es hier edge hast. Okay. Ich hab 5 Erfolge. Der Typ kommt auf dich zu, gerannt... greift in seinen Kiefer, zerrt ihn nach unten, der sich dehnt wie torfiges Geschmeiß, springt dich an, du duckst dich auf den Bogen und rollst fast geschickt, wenn es nicht so wehtun würde, irgendwie noch weg. Und dahinter, da ist so ein alter Medizinwagen, weißt du, den die Krankenschwestern rumschieben. Und der wird dann einfach verschluckt und du hörst es in seinem Magen, wie viele kleine Brocken Gesteins ihn zermalmen. So, oh, Gripscha ist dran. Der wurde ein bisschen weggestoßen. Na gut. Jojo, falls du dich dagegen wehrst, musst du sagen, er würde auf dich zukommen, du bist ja noch halb am Boden, würde dich quasi packen und mit dir rennen, quasi dich hochheben und rennen. Richtung Ausgang. Das ist okay. Keine Selbstbeherrschungsprobe? Doch. Achso. Oh.
Ich bin heute echt langweilig. Hast du dir auch deinen einen Würfel abgezogen, ja, weil du vier Schaden hast? Deswegen. Ah, warte, da muss ich mir noch einen abziehen. Nee, muss ich nicht. Ich hab mir einen sowieso abgezogen. Stimmt. Na, wegen deines Knies oder was? Nee, muss ich ja nicht, weil das ja kein körperliches Dings ist. Das wollte ich gerade sagen, ne? Dann passt das. Okay, so, du bist übrigens auch dran. Ich bin dran. Wirkt das Biest so, als würde es uns gleich hinterherrennen? Die beiden Biester wirken nicht so, als würden sie sagen, tja, wir haben es versucht. Ja, dann... Schwierig. Sehr schwierig. Ich überlege gerade an Schleimverwandlung. Muss ja über ihre Konsti kommen, ne? Ach, da war was. Ihre erhöhte Konsti. Ich erinnere mich, da war was. Aus was besteht denn der Boden? Aus Fliesen. Schade. Ah nee, eher so ein Flurlaminat. Hilft mir trotzdem nicht weiter. Worauf willst du denn hinaus? Hot Potato oder was? Nee, ich habe gerade mit Elementformen überlegt, aber das hätte ich auch gegen den Boden nicht geschafft. Doch, gegen einen kleinen Ausschnitt des Bodens schon. Das Problem an Elementformen ist, dass du erstmal mindestens 2-3 Kampfrunden damit zubringst, es aus dem Boden rauszubrechen. Das ist leider echt das Problem. Oh Mann. Ah, ja, das sind Dualwesen, ne? Ja. Mana-Barriere. Force. 4. Damit kriegst du nur ein. Ja, aber der eine ist ja schon stark angedingst. Ja, ja. So, das heißt, ich möchte den, der nicht stark angedingst ist. Den Wüti-Boy. Ja, ja, klar, weil der uns jetzt hinterher rennt. Mhm. Den anderen kriegt Kaban vielleicht noch mit einem gezielten Schuss weg. Mhm. Okay, Force 4. 3 Erfolge. Jetzt muss ich natürlich leider nochmal Inni nachwürfeln, ne? Okay. 3 Erfolge, sagst du? Ja, ein Zug krieg ich nicht. Hast du nicht, gut. Hast du ein Glück. Du siehst, dass eine Kraft, die dir nicht ganz sichtbar ist, sofort auf die Mana-Barriere einhämmert. Aber sie steht noch. Daddy. Die anderen Geister, das ist das Problem. Ja, ich sehe die Barriere auch. Jojo, die siehst du nicht. Das hatte ich befürchtet. Du siehst nur, dass Jojo gezaubert hat. Aus dem okay. Winkel. Du müsstest auch vielleicht sogar sehen, auf wen. Nein. Ja, Ding existiert ja nur um Astral rum. Ja, das ist ja egal. Ich sehe aber, dass Jojo und er sich entfernen, weil er nimmt sie und rennt. Dementsprechend würde ich quasi... Der andere wurde angezaubert, vielleicht, möglicherweise, kann ich nicht zuordnen. Eigentlich müsste ich auf ihn schießen. Obwohl, den habe ich gerade eben schon nicht getroffen. Weil der einfach zu schnell ausweicht. Bestimmt. Nee, Jojos Scheißzauber hat dir immer noch so ein Ohren gefiebt, dass du dann verrissen hast. Genau, Jojo ist schuld. Du bist daran ja eigentlich liegt's. Eine Fledermaus und orientierst dich sowieso über Echo und da, ärgerlich. Fang. Ja, das heißt, ich würde quasi auf den... das leichtere Ziel erstmal schießen, aber auch wieder ins Bein. Ich will die nicht töten.
Und ich weiß, dass wenn die Geister weg sind, die Leute den Schaden kassieren. Das ist nicht gut. Die sind ja momentan nur Gefäße, Willenlose. Das weiß Kaban nicht. Was? Deine Mutter hatte keine auf Besessenheit basierende das Tradition. Stimmt. Das ist richtig. Gehe ich davon aus, dass ich dann unwiederbringlich tot... Scheiße, du kriegst ja jetzt Abzüge, weil du schon mal auf den geschossen hast. Nee, ich habe jetzt den anderen geschossen. Wieso, auf das leichtere Ziel? Das leichtere Ziel ist doch der, der mehr Schaden kassiert hat am Anfang. Der, der gerade auf Jojo zugerannt ist und irgendwas verschluckt hat, würde ich jetzt nicht als das leichtere Ziel, ehrlich gesagt, identifizieren. Nee, stimmt, hast recht. Ja, ja, doch, du hast recht. Ich habe schon auf den geschossen gehabt. Ja, sorry. Ich hatte die gerade beide vertauscht. Einzel oder Salve? Wenn du Einzel machst, würde ich dir sogar erlauben, dass du noch ein Stück in die Richtung Jojo rückwärts so halb dich wegbewegst. Dann mache ich dies. Mhm. Wieder mit derselben Ersperrnis? Von 4 Millionen? Rückschuss hast du nicht. Das andere... Na, du bewegst dich. Minus 1 kannst du kriegen. Also ich wollte den immer noch in die Beine ballern, ne? Ach so, ja, dann insgesamt minus 3. Ja, Entschuldigung. Du triffst ihn ja ins Bein. Aber es ist Granit, Junge. Granit. Also es war vielleicht auch nur ein Streifschuss. Aber Granit. Egal, ob du ihn getroffen hättest, das kann Kaban schon vor sich rechtfertigen. Keine Angst. Und Jojo, es sieht ja keiner, was du machst. Du hast Schwein, mein Junge. So, dann müssten wir jetzt vielleicht nochmal Inni würfeln. Ah nee, ich habe noch 4000 Geister, die werden irgendwann die Mana-Barriere zerklatschen, vermute ich mal. Das heißt, um mir das zu ersparen, würfelt Jojo jetzt nochmal Edge minus 1. Na gut, sie wird noch bis zum Ende der Kampfrunde halten. So. Die hauen da gerade ab, ja? Wer? Wir hauen gerade ab. Kaban ist auch auf dem Rückzug. Und Kaban ist aber deutlich langsamer als hier, ne? Ist da irgendwas zufällig, was man irgendwie ihm auf den Kopf schießen kann? Also so ein Kronleuchter, der runterfällt oder irgendwas anderes? Nix, was diese Gestalten, die Kabans Schuss ins Bein abhalten, vermutlich irgendwie interessieren sollte. Ja, das ist ein guter. Dann ruft sie nur Kaban, er kommt da gerade nicht weg. Dann nehme ich die Beine in die Hand und renne. Was ist mit den anderen? Wolltet ihr nicht erstmal alle Inni würfeln? Achso. So ergibt das viel mehr Sinn. 10. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Abzügen ist. Ich glaube, du kriegst dann einfach, das wird dir am Ende abgerechnet, also 9. Okay. 14. Pause. So, du bist dran. Also sie hat mir das rübergerufen oder ist das noch nicht geschehen? Ja doch, das ist noch eine freie Handlung, das kannst du noch letzte Runde gemacht haben, ist mir egal. Ja, dann Bein in die Hand, sich einmal noch im Rennen umdrehen und dem nochmal... einfach aus Prinzip einen Schuss verpassen. Und ja, ich weiß, ich erschwere mir das selber durch das Rennen. Ich sag mal so, willst du da überhaupt was würfeln oder nicht? Aus Prinzip. Okay. Rückstoßkombination dürfte immer noch reichen, ne? Durch deine Stärke. Ja. Gut, dann halt minus ins Bein oder einfach so? Ah, da werde ich nicht mehr zielen. Okay, dann minus 2 durchs Rennen. Ich treffe ihn. Wupp. Naja, das Ding ist, der sich bewegen kann, der andere aus irgendeinem Grund, der hämmert gegen die Luft, der sich bewegen kann, der ist ja dann auch losgerannt und deswegen hast du dann leider nicht, das war das Schiebung. Sie können sich nicht bewegen. Und rennt weiter. So. Nicht schon wieder wütender Geist ist dran. Nicht wütender Geist macht.
Bindung war nicht so witzig, sagt er. Das ist eine gute Idee. Nicht wütender Geist nimmt... Was steht denn da so rum? Okay, er reißt eine der dickeren Türen, das ist ganz zufällig, die zum OP-Saal, also eine der, das ist ja so eine Schleuse zum OP-Saal, raus und schmeißt ihr euch hinterher. Mit euch meine ich Richtung Jojo. Ich kann nicht selber ausweichen. Ich sag mal so, du darfst dich befreien, wenn du einen Wurf mit zwei Erfolgen auf Stärke und Geschick schaffst. Nee. Geschick und entfesseln. Ich hab entfesseln. Dann darfst du ausweichen. Ansonsten musst du dich auf Krutschuk verlassen. Der nicht so direkt hinguckt, was da passiert. Das ist schlecht. So, das ist jetzt einfach Reflex, das losmachen. Ja, das ist auch okay. Der nimmt dir das bestimmt nicht übel. Ich habe einen ganzen Erfolg. Naja, ich wollte ja eigentlich zwei Erfolge. Ja, dann ist das jetzt so. Na, wirf mal kurz, so ein Geist, der schmeißt jetzt eine Tür. Das war gar nicht so einfach, oder? Ich werde gleich sterben. Durchs Rennen bekommt man irgendwie eigentlich Boni auf Ausweichen, oder? Kann das sein? Aber er sieht's ja halt nicht. Ein Achtung ist eine freie Handlung, oder? Ich habe nur eine freie Handlung pro Runde. Das zählt. Also das. Nee. Und selbst wenn, würde er irritiert stehen bleiben und sich umdrehen. Nee, macht auch nicht. Vielleicht versucht er sich so halb zu drehen. Das macht's nicht zwingend besser. Lass mir nochmal Edge würfeln. Okay. So. Er hat dich offenbar so gepackt, dass du quasi so vorne irgendwie hängst, ne? Und nicht hinten. Das ist gut. Du siehst eine riesige OP-Tür fliegen. Sie landet mit der Kante in seiner Wirbelsäule. Oh, ich muss hier noch Panzerung würfeln. Ich sehe gebrochene Rückräder. Nee. Ja, nichts siehst du. Du siehst nur, dass dieses Ding fliegt und dann siehst du dich durch die Luft fliegen und auf den Boden aufschlagen. Oh, sag mal, hast du eigentlich Freifall? Nein. Na, dann würfel das mal. Was ist denn das? Konsti. Minus eins. Ah, minus zwei, du hast Schaden. Gilt da eigentlich mein Toughness-Bonus? Nö. Schade. Ich hab Erfolg. Das reicht mir doch. Ich meine, du hast ein paar blaue Flecken und Blessuren und so ein Shit und landest im Schmodder, aber ja, also so viel Schmodder ist auch nicht. Aber ist okay, ne? So, du siehst, wie das Ding da in seinen Rücken fliegt. Es knackt nicht, es sieht nicht aus, als würde es ihn zerbrechen oder zerbersten oder zerreißen, aber es sieht schmerzhaft aus. Und er fliegt dann vor, er fliegt dann halt genau gegen die Eingangstür, die er jetzt noch hätte aufschließen müssen. Das heißt, der rutscht dann so ein bisschen runter. Und du landest halt irgendwie auf dem Boden. So. Geist kann sich noch nicht befreien und kann auch nicht zaubern, Mana-Barriere. Okay, soweit ich weiß, ist Kaban wieder dran. Ja, ich sehe, dass die beiden... Warte mal, Entschuldigung. Hat jetzt Jojo schon was gemacht? Ich bin verwirrt. Nein, Jojo hat noch nichts gemacht. Dann bist du dran. Ich müsste dir nochmal eins Inni abziehen und das ändert gar nichts. Okay. Du bist dran. Oh, okay. Scheiße. Vorsicht, die Steam schlägt das Wetter, die Türen fliegen tief. Ich möchte... Oh Gott, das bringt mir alles nichts. Wenn die sich auf die Fresse legen, die scheiß Geister, bringt mir das gerade nichts. Fuck it. Das hat alles so viel Entzug, ey. Damit kill ich mich selbst. Mach's wie ich. Reiß einfach nichts. Ja, es bringt mir nur nichts. Ach, stell dich nicht so an.
Ich mach noch mal einen Schadenszauber, aber diesmal einzeln, weil sonst auf den einen, der gerade die Tür geschmissen hat. Die wären eh nicht mehr in der Reichweite gewesen, die vertretbar, also zueinander, die vertretbar gewesen wäre. Hä? Ach so, ja. Na dann. Force 4. Mhm. Willst du meinen Ausweichenwurf sehen? Nee. Ich hasse dich. Ich habe einfach 4 Erfolge zum Ausweichen in SR5 und habe 3 Erfolge. Das ist bitter, aber ich kriege keinen Zug. Hast du dir überhaupt alle Würfel abgezogen, die so nötig sind? Hast du bestimmt. Also einen habe ich mir auf jeden Fall abgezogen wegen Schaden. Na, das reicht mir. So, du hast keinen Zug. Naja, siehst du, da hast du nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. So ist es nämlich. Deli, du geiler Hecht. Außer meiner Handlung. Achso, es war kein Elementarzauber, ne? Nee, es war ein Schadenszauber, ein Geistiger. Sie wollte den Typen immer noch nicht killen. Okay, Effekt wird vermutlich nicht dasselbe sein, aber vermutlich einfach der Force-Puls durch die Luft, du weißt schon. Die Luft wird einfach da kreischend in die Richtung, wie so ne? Der Impuls der Tür wird zurückgeschleudert, die gerade gegen uns geflogen ist. Das gefällt mir, das ist bestimmt geistiger Schaden. Ja, weil die Kraft der Tür wird einfach zurückgepfeffert. Das ist dann bestimmt geistiger Schaden, so eine Tür. Na, es ist ja nicht die Tür selber, sondern nur die Energie. Das heißt, es würde ihn dann zurückschmeißen. Alter, das ist ja richtig Dragon Ball. Geil. Okay. Na klar, Kamehameha. Ding ist halt bloß, dass der Geist sich duckt. Der fiese Möb. Scheiße. Aber wenn er gerade geduckt ist, dann kann er ja quasi gar nicht ausweichen, denn ich habe nämlich viele Freunde, die schneller laufen können als er. Mhm. Ich drehe mich um, ziele auf sein Bein und schieße. Gottverdammt. Okay. Demit nehme ich Einzelschuss, ne? Ja. Du zielst ja, so. Des Weiteren ist es dein dritter Schuss, ne? Ja. Dann hast du vermutlich immer noch genug Rückstoßkombination. Ich habe, glaube ich, 3 durch meine Stärke, ja. Na, dann sage ich mal easy. Nur ein Abzug, richtig? Weil ich +1 kriege wegen Zielen. Genau. Heute! Du könntest etchen. Das brauche ich noch zum Überleben. Die Sache ist, wenn du den Wurf jetzt etchst, hat er immer noch einen Panzerungswurf. Ach, verdammt. Eben. Naja, also, dieses Granit, ne? Das ist wohl kugelsicher oder so. Das ist kugelabweisend. Ja. So, damit haben wir Deli auch abgeschlossen. Das ist ja, ich bin eigentlich viel zu nett. Ich hätte dir deine einfache Handlung nur für die Sichtvergrößerung abziehen müssen. Naja. So, der Typ, der andere Geist, der die ganze Zeit gegen die Luft gehämmert hat, hämmert nicht mehr gegen die Luft, aber es grölt und malmt. Merkst du, wie der Spielleiter sich freut? Und Kripscha hat Schaden, aber Kripscha kann was machen. So. Der schießt besser als du, Deli. Der schießt ja aber nicht. Okay. Der hat eine Tür in den Rücken bekommen. Denkst du, der will jetzt noch irgendwie schießen? Nee. Er macht die Tür auf. Die Tür ist übrigens offen. Lass da jetzt aber mal nochmal alle Indie würfeln oder so. Gut, dass es hier keine kritischen Parts dafür gibt. Ich habe eine glorreiche Initiative von 8. Minus dem einen schon? Ja. 10. Ist doch voll okay, da bist du immer noch ganz gut dabei. So, Ich habe auch ziemlich epische Würfe. So, Daddy. Unsere Kämpfe ziehen sich einfach immer, weil wir so schlecht würfeln. Das ist super lustig. Wenn ich jetzt noch einmal schießen sollte, also zielen und schießen, wäre das immer noch dann jetzt einmal Rückschuss. Scheiße, ne? Na, du hast doch deine Waffenwerte, oder nicht? Was ist das für eine Waffe? Eine Zastava. Eine Zastava hat keine Rückstoßkombination. Das heißt, du hast Stärke 8, das 7. Das heißt, du hast 3. Das heißt, du hast 4. Ja, du kannst noch einmal ohne alles. Yay. Ist das jetzt ein Bein oder irgendwas anderes? Wieder Bein. Ist das jetzt der Typ, der sich befreit hat, oder der andere, der Türenwerfer? Der Türenwerfer.
Oh! Du triffst ihn. Was ist denn da los? Das Blatt hat sich gewendet. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, ob es jetzt Bein war oder nicht. So ja, dumm. Bein. War Bein. Okay, das heißt, du machst 3K. Ich find's gut, dass ich mit 16 Würfeln einen Erfolg habe. Das ist echt okay. Finde ich auch. Ja. Hm. Na gut, also, du schießt ihm volle Bude ins Bein. Es bröckelt und es spritzt auch Blut. Das ist ja auch wütend. Dammit! Abbruch. So, die Sache ist jetzt die, die sind nicht die schnellsten, ne? Vielleicht ist es euch aufgefallen, außer wenn ich mal grandios gewürfelt habe. Der ist jetzt schon ziemlich langsam. Der zieht jetzt auch Beinchen nach. Und vorhin hat er auch noch von Jojo in die Fresse bekommen. Also, du siehst jetzt schon Effekte bei dem. Der hat nicht mehr, ich sag mal, bestimmt schon über die Hälfte hinaus. Also, der hat ja auch von dir kassiert. Das ist alles in Ordnung. Und du bist dran. Was soll denn da passieren? Ich bin dran? Ja, ja. Wie nah sind die jetzt beieinander? Die haben sich doch gar nicht bewegt. Ach, stimmt. Der andere, ich weiß gerade nicht, was der gerade tut, oder? Weil ich schneller bin als der. Du siehst nicht, was sie vorhaben, nee. Ich meine, Kripscher. Der, Alter. Keine Ahnung, aber was denkst du denn, was er bisher so gemacht hat, was er jetzt machen wird? Das stimmt. Also ich sehe gerade, jetzt sind beide wütend, ne? Aber ich sehe gerade den Unbefleckteren immer noch als größere Gefahr. Aha. Ich weiß, ich bin echt todeslangweilig, aber mir fällt auch nichts ein, was ich jetzt sonst noch tun könnte, außer ihn zu töten, und das will ich gerade irgendwie nicht. Die kreativen Sachen sind halt die meistens mit Illusionsscheiß zusammenhängen, von daher ja. Richtig. Zum einen das und zum anderen, alles andere bringt nichts, weil es blöde Erdgeister sind. Ich kann die auch nicht verwirren mit Poltergeist oder so, und das ist auch immer um mich herum. Ein Poltergeist wäre eine richtig gute Idee, muss ich sagen. Ja, der ist halt um mich herum, das ist das Problem. Nee, das wäre eine richtig gute Idee. Wieso? Das wäre eine richtig gute Idee. Ich glaube nicht. Doch. Du freust dich viel zu sehr. Nee, mach das mal. Nee, dann freust du dich viel zu sehr. Das ist echt gefährlich. Warum darf ich eigentlich keinen Spaß haben? Naja, weil wir dann meistens sterben. Achso. Warte mal, was ist denn mit Eisdecke? Eisdecke würde was bringen, wenn die rennen. Aber da legen die sich auch nur auf die Fresse. Nein. Also ich meine, die müssen dazu nicht rennen. Die, meiner Ansicht nach, ist so glatt, so magisch glatt, dass die, egal was die machen, du kannst auch so auf einer Eisdecke, wenn du stehst, ausrutschen. Das habe ich vorhin auch schon gedacht, das wollte ich halt machen, wenn einer auf mich zurennt oder sowas, weil ich das dann für sinnvoller bedingse, weil sonst legen die sich nur auf die Fresse und dann brauchen die mindestens eine einfache Handlung, um aufzustehen, das heißt, die können nicht mehr zaubern, keine Geisterkräfte anwenden, keine Nahkampffertigkeit machen. Das stimmt, und sie müssen mit irgendwas mit Geschicklichkeit oder irgendwas müssen die auf jeden Fall schaffen. Geschick und Reaktion, so, gegen deine Nettoerfolge. Und das Ding ist halt, Geschick und Reaktion habe ich ja ein bisschen, zumindest Reaktionen abzugeben und Geschick bei einem auch, Erdgeister. Wenn du sagst, dass das bei den Viechern auch was bringt, wenn die gehen, nur, oder dass die so glatt ist, dass die, wenn die gehen, dann ist das okay. Ich sag mal so, wenn ich eine Tür aufhebe, mich nach hinten lehne, um auszuholen, die dann zu schmeißen, habe ich auch schon keinen stabilen Stand mehr. Das heißt, mindestens nach dem Werfen zum Beispiel werde ich mich auf jeden Fall vielleicht auf die Fresse legen können. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das letzte Mal, als ich mit Eisdecke gearbeitet habe, einfach irgendwie 4 Versuche brauchte oder so, bis das mal irgendwann irgendwas gebracht hat. Aber nee, ist okay, ich habe das vorhin auch schon überlegt. War das vielleicht, als du noch Magie 1 hattest? Es könnte sein, dass ich da Magie 2 hatte oder so, oder 1, das weiß ich nicht mehr. Ich verstehe. Ja, nee, ich probiere das. Ich habe es vorhin auch schon überlegt. Ich dachte, du kriegst es auf jeden Fall nur unter einen, ne? Es sei denn, wir gehen so in Richtung vor 7. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Ja, dann unter einen, und zwar unter den mobileren. Der die ganze Zeit gegen die Mana-Barriere gekloppt hat und der jetzt als nächstes auf mich zurennt. Gegen Dude 3. Genau, gegen Dude 3. So. Force 4, scheißegal, vielleicht erwischt es den anderen ja auch noch. 4 Meter. Nee.
Ja, es ist egal, aber dann kann er sich wenigstens auf die Fresse legen und ist immer noch auf der Eisdecke und hat Schwierigkeiten aufzustehen. Ja, ja. Ich habe 5 Erfolge. Mhm. Ich kriege wieder mal keinen Entzug. Ich habe immer 4 Erfolge beim Entzug. Ist voll geil. Ist das ein permanenter Zauber? Außer vorhin. Nein, schmilzt. Ist das ein permanenter Zauber? Steht hier nicht. Dauer instant. Okay, ist es nicht. Gut. Das ist sehr gut für dich. Kaban, Jojo zaubert. Es entsteht natürlich keine Eisdecke. Bah, es ist natürlich eine spiegelglatte Spiegelscheibschicht auf dem Boden. Na klar. Ach, du hast ja schon was gemacht. Du hast ihn ja sogar verletzt. Du hässliches Schwein, oder was fällt denn dir ein? So Kripscher ist dran. Tut mir ja leid. Er stöhnt und dreht sich um. Schabrücken! Kannst du mir mal auf der Wirbelsäule rumlaufen? Das wäre jetzt richtig gut. Nee, der... Tja, der... Ich glaube, der weiß nicht mehr, dass das noch seine Kumpels sind, ne? Er schießt auf den Typen, den Danny Kaban ins Bein geschossen hat und zielt vermutlich eher ein bisschen höher. Trifft aber nicht. Schade. So, die beiden Geister. Guck mal, die sind sogar gleichzeitig dran. Als erstes der Türenschmeißer. Nee, der andere hat weniger Schaden. Nehmen wir mal lieber erst Wüti. Wüti ist übrigens wütend. Der guckt in sein eigenes Spiegelbild. Tja, das wird wohl böse sein. Das wird ein, der wird sich, vielleicht wird er jetzt angreifen, oder es wird sauer. Also, dass ich das, er geht jetzt auf den Wutstuhl. Hm. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Wurf. Haha. Also, aber du hast es schon geedged. Er geht 2 Schritte zurück. Dann wird er versuchen, wie ein Monstrum über das Ding drüber zu springen, was ja doch einen Durchmesser von 4 Metern hat. Nee, Radius, Durchmesser. Er wird es aber nicht ganz schaffen, ist völlig egal. Radius, Force. Ist ja okay. Wird dann quasi am Ende dort landen, wo der Spiegel noch aufhört und wird deswegen mit großem Getöse zu Boden gehen. Die Sache ist halt die, der Boden bebt jetzt nicht direkt, aber so ein bisschen schon. Das Ding muss mindestens eine halbe Tonne wiegen und hat sich gerade 2 Meter in die Luft abgestoßen und ist immerhin 3,10 Meter gesprungen. Rums. Anderer Geist. Er lacht nicht seinen Kompad raus. Denn das macht man nicht. Daddy, weißt du aus dem Kopf, ob die Bewegung haben? Was sind Erdgeister? Haben die überhaupt Bewegung? In SAP haben sie es, glaube ich. Echt? Was ist denn los? Foxit Reader ist so langsam hab's. Fast. Ja, Bewegung. Astrale Gestalt, Bewegung, Bewusstsein, Binden, Materialisierung, Schutz, Suche. Und optional Inventare angreifen, Grauen, Verschleierung, Verschlingen und Wirrung. Gut, dass die Verschlingen haben und nicht Grauen. Verschlingen finde ich meistens lustiger. Bei Grauen, ja, da wäre er weggerannt. Hätte ihn ja auch nichts gebracht. Aber sie haben ja Bewegung. Das wird schmerzhaft. Da muss man ja nicht mal was würfeln. So, Kaban, du hast das Gefühl, als würden unendliche Hände dich an Armen, Beinen, am Genick, selbst an den Augenlidern packen und dich dort festtackern, wo du bist. Du bewegst ja die ganze Zeit ein bisschen zur Tür. Du bist einfach ungrau. Und der Dude, den du angeschossen hast, wird jetzt auch anfangen, auf dich zuzustapfen. Wir würfeln einfach mal keine neue Inni. Ich nehme mal an, ihr seid damit zufrieden, dass alle vor den Geistern dran sind und wir lassen das so, okay? Mhm. Ja. Kaban. Der Dude, der auf mich zustapft. Der wird angevisiert und geschossen. Der zieht das Bein übrigens ganz schön nach. Ja, dann nehme ich das andere Bein. Okay, wenn du das jetzt auch noch, also wenn du da ein bisschen Schaden, dann du machst ja maximal 4.
Was ist da los mit ihm? Wir wissen es nicht. Es ist so durchgehend. Entweder null oder ein Erfolg, das geht's doch nicht, ey. Willkommen in meiner Welt, wie sie früher mal war. So. Toi, toi, toi. Er schießt auf den Geist, aber du wirst verstehen, dass der Geist einfach awesome ist. Und du fühlst, dass Kaban von irgendwas bekräftet wird. Niemand frisst meine Freunde auf. Das ist eine gute Idee. Der klappt sich auch schon mal so ein bisschen Kiefer aus, um zu zeigen, was drin ist. Jojo ist echt richtig, richtig, richtig schlecht darin, zuzusehen, wie ihre Freunde sterben. Habe ich das schon mal gesagt? Wenn du jetzt die Augen zumachst, dann erhau ich dich. Ich wollte gerade sagen, die Geschichte lehrte uns, dass das eine falsche Aussage ist. Sie ist ziemlich gut darin. Sie hat doch schon Übung. Das ist wahr. Aber die overcastet jetzt trotzdem. Overcasten oder richtig Bock? Nee, overcasten, richtig Bock bringt mich sonst nicht um, aber... Aber vielleicht ja doch. Ja, also... Jetzt warte mal kurz. Wenn du mir jetzt sagst, du willst wieder einen Gehzauber machen, muss ich sagen, dann wärst du doch ganz gut, deine Freunde sterben zu sehen. Denn die haben sich ja bisher eher so mittelmäßig ausgezahlt. Ja, deswegen... Na, vorhin war es schon, hat es sich schon sehr ausgezahlt. Ja, das eine Mal, aber danach war dann nichts mehr los bei dir. Ja, danach habe ich sie ja nicht getroffen. Naja, und ich meine, weißt du noch, wie du diesen Troll gepfählt hast? Das war effektiv damals. Elementarangriff. Na, ich meine, guck mal, die haben so viel Panzerung und du weißt, dass dein Stahl immer Panzerung durchschlagen hat. Mm. Ja, ja, eben. Also Spitzhacken sind ja bekanntlich aus Metall gemacht und damit kriegt man eher da auch auf. Oh Gott, ich werde sterben gleich, das ist dir bewusst, oder? Was? Na, das wollte ich doch nicht. Nein. Guck mal, du musst nur zwei Erfolge, also du musst mehr als zwei Erfolge nur haben, um den zu treffen. Das ist okay. Ey, ich würfel Edge mit. Ach so. Natürlich. Ich bin echt schlecht darin, meine Freunde sterben zu sehen. Und du sagst Force 5. Ja. Okay. Es tut mir leid. Wie bitte? Was tut dir leid? Tut mir Neid Nummer 1. Oh. Dann mach da erstmal deinen Zug, bevor wir uns hier weiter unterhalten. Ah, ich habe jetzt kein Edge mehr. Wunderbar. Das hat ja echt viel gebracht. Okay, noch 4K. Mit mir ist jetzt nicht mehr viel los. Na gut, aber du willst ja ganz schön viel Schaden machen, sagst du 13. Na gut. Daddy. Die ganze Zeit hast du dich bemüht, den Typen nur dazu zu bringen, dass er hinfällt. Du hättest noch einen Schuss aufs andere Bein gebraucht und der hätte ihr legen und ihr wimmert wie ein Erdgeist. Wie jetzt, ein Erdgeist, ja, ja. Jetzt ist es aber so. Effekt. Dass aus dem Spiegel eine quecksilberne Masse kommt und den Typen einhüllt und erstickt. Dann fällt er um und ist tot. Und er ist verschwindet. Tragisch. Ärgerlich, aber okay. Ich hab mich bemüht. Wie hieß er jetzt? Kripschak? Kropschuk? Kripschak, glaube ich. Kripschak. Kripschak. Oder Krischak? Nee, nee.
Irgendwas mit B und Chuck. Oder Schock. Das oder Schöne Schick. Ist, die Qualitätsoffensive in jetzt. Derselben Folge noch. Nein, das ist erstens die nächste Folge. Und zweitens, irgendwelche Kampf-Dudes sind eh völlig unwichtig. Die brauchen keine Namen. Du hast ihnen einen Namen gegeben. Na, jetzt warte mal. Das ist so verdammt selber Abend. Ja, aber hier steht G. Denkst du, aus G kann ich irgendwas ziehen? Auf jeden Fall packt der jetzt Jojo und fertig weg. Wir bleiben beim Alten. Die Tür ist ja schon offen. Was soll denn der Scheiß eigentlich? So, Geist. Achso, Kaban ist ja noch da und der kann sich ja gar nicht so schnell bewegen und das weiß ja auch G gar nicht. Ja, der Geist, der macht einen Sturmangriff. Sturmangriff, das gefällt mir, Sturmangriff, ja. Super, Nahkampf, geil. Fang. Ich wollte schon immer einen Nahkampf mit dem Geist. Echt? Sag das doch eher. Das macht doch richtig Bock. Er muss erstmal aufstehen. Der kann gar keinen Sturmangriff machen. Die hat einen Punkt. Er kann es versuchen. Die hat einen Punkt. Ich müsste nochmal diese Probe werfen, aber das kann. Scheiße. Der steht auf und springt 5 Meter auf dich zu und reißt ihren Kopf ab. Du lügst. Ich würde gerne ausweichen, außerdem schaden sich da schon Bübel. Der steht auf und fällt hin. Aber das er fällt auch. Echt wütend hin. Er strampelt mit Armen und Beinen. Wütend schlägt er auf den Boden. Nein, er fällt hin. Er fällt hin und schlägt mit den Fäusten auf den Boden. Und ich sag mal, der Fliesentisch ist jetzt nicht mehr so schön. Du hörst von draußen nur Jojo, wie es drin. Ja, ich schieße eine Salve auf den, das ist mir jetzt egal. Jetzt aber, jetzt kriegst du aber tatsächlich mal -2, hä? Ne, -3 sogar, geil. Schon wieder, ja, schon die ganze Zeit. Ich schieße aber diesmal nicht mehr auf das Bein, so. Ja, aber du, jetzt kriegst du ja langsam mal tatsächlich Rückstoß. Ja, ich bleib bei meinen 2 Erfolgen. Es ist immer besser, immerhin besser geworden. So, der ist prone, was sagst du denn jetzt? Jetzt habe ich getroffen. Das heißt, du machst 3K, ne? Die Zestava macht 8K PB-1, ne? Plus meine Netto-Erfolge. Ja, dann mach ich wohl. Hast du 10K? Hast du 3K, sag ich doch. PB-1 ist drin. Naja, alles gut. Super. So, Jojo, wo rennt denn jetzt mit dir hin? Schreiend im Kreis vielleicht? If you don't know in or out, run in circles, scream and shout. Das war das Gang-Mantra. Schön. Ich hätte so gerne eine Granate. Weißt du was? Jetzt wünsche ich mir auch, du hättest eine Granate. Damit würde er sich doch selber klingeln, Alter. Ich könnte ja vorher rausgehen und dann die Granate zünden. Wie letztes Mal habe ich auch niemanden in Gefahr gebracht. Naja, vielleicht wäre es ja besser, wenn du die Splittergranate, die ihm noch 5 mehr Panzerung gibt, APDS hätte ich jetzt gedacht, wäre vielleicht cooler gewesen. Ja, langweiler. Ach so, naja, gut, okay. Du musst ja heute jetzt noch eine Schwung kriegen. Du warst ja jetzt dran? Nee, doch genau, du warst ja jetzt dran. Du hast dich wieder ein paar Meter auf die Tür zu bewegt, aber du bist halt echt langsam. So, der Typ, die Scheiße schmilzt wie schnell? Das schmilzt, warte, irgendwas pro Minute. Also Kampfrunde ist da, also das hält viele Kampfrunden. Da schmilzt 1 Quadratmeter pro Minute. Naja, da. Dann gibt es jetzt nur noch eine Sache, die ich tun kann. Kaban entkommen lassen. Also, Daddy. Der Typ, der auf den Boden geschlagen hat, ich sag mal,
Er wird ganz menschlich gar. Jojo. Der Typ, der dich trägt, ne? Nein. Der nicht. Nein. So, du bist dran. Aber er hält dich immer noch in seinen starken Armen. Nur, dass sie jetzt noch stärker sind. Besessenheitstraditionen sind ekelhaft. Weil ich hatte nur noch diese eine Chance. Und ich hatte einfach mal wieder den Trolleywurf. Ich hab kein Edge mehr. Ich möchte ihm point blank in den Kopf schießen. Na, kriegst du auf jeden Fall minus 2. Also nee, warte mal, du willst ihm tatsächlich in den Kopf schießen als Killshot. Ja. Minus 5. Warum? Also du wirst als erstes deine Waffe ziehen und dann während er dich trägt, die noch irgendwie so ausrichten, dass du, während er mit dir noch rennt, in den Kopf schießt. Okay, ich schieße auf eine gezielte Stelle. Nein, okay, ich schieße ihm dahin, wo, was erreiche ich ohne da? In den Sack. Point blank, einfach irgendwas. Waffe du nimmst deine Waffe und schießt ihm in den Körper, das ist der minus 1. Ich dachte immer, dafür kriegt man Boni. Ja, wenn du nicht im Nahkampf mit ihm bist und dass er dich trägt, würde ich schon als Nahkampf bewerten wollen. Aber Point Blank ist doch immer irgendeine Form von... Nein, Bullshit. Es ist leider Bullshit. Eigentlich bist du immer im Nahkampf mit ihm, wenn du 2 Meter dran bist. Das sehe ich nicht ein. Aber der Typ trägt dich. Ist ja okay. Wie nahkämpferisch soll es denn noch werden? Du kannst froh sein, dass ich dir nicht minus 3 für im Nahkampf gebe. Okay. Achso, und du kriegst natürlich noch deinen Schaden, also nochmal minus 2. Ja. So, warte. Das ist ja so schießen, da steht einfach unter keinem guten Stern hier. Komm, wir kämpfen sie einfach im Nahkampf. Ist doch. Ich werde gleich sterben, ist dir das eigentlich klar? Ja. Du hast ja sicher noch ein. Oh. Aber ich höre einen Schuss von außen, das ist doch schon mal schön. Also nicht. Du bist ja auch dran. Das ist gut. Ich höre einen Schuss von außen, der Typ verwandelt sich. Reaktion ist, ich drehe mich um und renne. Sturmangriff auf den Typen. Also wenn der sich dann, sobald ich dann sehe, dass der ein Geist ist und Jojo in der Hand hat, werde ich einen Sturmangriff auf den Typen machen. Um Jojo aus der Scheiße zu holen. Gönn dir. Yay, was kriege ich an Würfeln? Wir sind gerade so aufopfernd füreinander, das ist so schön. Na, du kriegst plus 2 Sturmangriff, die Geisterkraft zählt nicht mehr, du hast keine Abzüge gehabt, go for it. Waffenlos ist so gut. Hast du ein Messer dabei? Ja, hast du, du dürftest das im Rennen auch ziehen. Also, das wäre so. Ganz ehrlich, das... Du müsstest dafür aber deine Waffe fallen lassen. Ja, das kriege ich hin. Das ist nur nützlich da, aber davon haben wir genug. Und so macht man als Spielleiter gewinnen oder so. Also das Kind, du kannst das Messer meiner Ansicht nach im Rennen ziehen. Das ist jetzt nicht so der Stress. Mhm. Gut, das sind dann immer noch nur 7 plus 2 sind 9 Würfel. Das ist nicht viel. Der kann ja physisches Limit. Läuft. Du machst 14k, ne? Also ich gehe mal aus, dass du nicht G machen. Ach, du hast ein Messer. Nee, da machst du sogar viel mehr, ne? Also. Kampfmesser ist 10k PB minus 3. Minus 3. Das ist so useless. Okay, ich ziehe meinen Erfolg ab. Das heißt, es sind... 10k plus 6k sind 16k. Ich habe, da sind also nur noch 8k. Oh geil, der ist noch nicht tot. Also, du rammst ihn das Messer durch die steinerne Rückenhaut und er lässt Jojo fallen. Zweites. Du bist sogar noch mal dran, scheiße. Ah nee, bist du nicht, Jojo ist dran. Ah nee, der hat jetzt 8k, da kriegt der auch bloß minus 2 los dran, ja. Du bist immer noch schneller als der Fuckgeist. Ich bin noch mal dran. Nee, Jojo ist dran.
Karban steht direkt hinter ihm, ne? Das heißt, ich kann nicht auf ihn schießen, ohne Karban zu treffen. In dem Fall doch, weil der halt viel zu fett und mächtig ist und so, das geht schon. Das ist nicht so wie damals beim Handwerk, aber du liegst auf dem Boden, also kriegst du insgesamt minus 5. Minus 5? Mhm. Also bei dem kritischen Patzer kannst du Karban doch treffen, ne? Nee, ich habe einen Erfolg. Aber dem kann er doch jetzt ausweichen. Bestimmt. Ja. Naja, er nimmt seine... Schusswaffen sind scheiße. Er nimmt... Er bei Geistern mit Schusswaffen. Was stellt ihr euch überhaupt so an? Natürlich klappt das nicht. Sind Geister. Jojo kann aber nicht mehr zaubern. Die bringt sich so und so um. Alter, die hätten ja eigentlich hier verstärkte Geisterpanzerung die ganze Zeit haben dürfen, oder? Keine Ahnung. Nein. Na, dann hätte ich auf jeden Fall einfach mal 3 Schaden negieren können. Das wäre lustig gewesen. Also... Er nimmt seine Hände einfach vor sein Face und die Kugel durchschlägt nur eine Hand und das scheint ihn jetzt nicht so hart zu kümmern. Geist ist dran. Ups. Ich möchte wegkriechen. Er hat immer noch ein Messer von mir im Bauch. Ich hoffe, der kümmert sich um mich. Also ich hoffe, dreh's nicht. Um das Messer, dreh's um in seinem Leibe. Hm. Okay. Auf der einen Seite stelle ich es mir nicht angenehm vor, wenn man aus so einem Körper verbannt wird, weil der irgendwie stirbt. Auf der anderen Seite... Ja, okay, komm, der Aimer darf noch. Immerhin, Jojo ist nicht mehr die Gefahr. Aber dieser Ork, der will auch Stress, oder was? Der hat aber noch nichts abgekriegt, der kann was vertragen. Ne, der hat ihm vor allem gerade einfach viel Schwer getan. Ja, du kannst mal ausweichen. Einen muss ich mir nur noch gönnen, oder? Reaktion Intuition war das, ne? Yep. Super. So. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Verschlingen ist ja 5. Weil es so gut schmeckt. Dann bin ich in ihm drin, dann hat er keine Chance mehr. Er kann mir nicht mehr ausweichen, wenn ich ihn dann ersteche. Das stimmt, aber du kriegst Schaden. Bin mir ziemlich sicher, dass du nichts anderes machen kannst, außer versuchen, dich zu befreien in seinem Bauch. Psst. Hey, das ist dann wie bei Men in Black. Ich töte ihn von innen. Ja, ja, eben, der hat auch so mit Schmerz Schabe rausgeschossen. So, this is immediate attack. Inflicts damage to... Das ist ja voll useless. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. So, du kriegst erstmal Konsti und Panzerung minus 3. Karban's gonna catch them all. Wie viele Erfolge hast du noch? Ich hab noch gar nicht gewürfelt. Achso, okay. 4 hat er. Dann kriegst du 2k. Mhm. Okay, da du als nächster dran bist, darfst du jetzt Stärke und Konsti würfeln gegen seine Magie und Konsti. Ah, er hat 5 Erfolge. Ich hab kein Edge mehr. Okay, also, Dito. Pass auf. Es ist folgendermaßen. Er reißt seinen Kiefer auf und verschlingt dich. Du bist plötzlich umgeben nicht nur von Dreck, Schmodder, Schleim und Schlamm, sondern von einem Mahlwerk kleiner Kiesel und Steine, die dir die Finger brechen und deine Haut abschaben, die deine Luft aus den Flügeln, diesen Lungenflügeln da pressen und mehr. Du versuchst dich zu befreien und schlägst um dich und drückst alles auseinander und irgendwie findest du eine Möglichkeit, ein Löchelein gar. Jojo sieht vom Boden, wie Karbans Hände in epischster Weise den Kiefer des Viehs von innen aufdrücken und er sich nach außen plumpsen lässt. Er ist schmutzig. Pfui. Also, und du bist dran. Yay. Jetzt müsste man sowas wie verbannen können. Das wäre echt klug, wenn man sowas gekonnt hätte. Das Ding ist, dann würdest du nur leider dem Schaden widerstehen,
irgendwie beim Beschwören irgendwie so in der Richtung. Also du musst Erzugsprobe machen, ist ja auch nicht so geil. Nee. Ich kann's ja auch nicht, deswegen ist es egal. Gott, Carbon hat sich gerade da rausgeschält, ne? Er sieht auch zwar mitgenommen aus, aber der Ork, der ist da unantastbar. Ich wollte schon sagen, ich kenne doch den Ork, der kriegt doch nichts ab. Du hast 2K, ne? Ja, ich habe einen gebrochenen Daumen. Oh! Und einen gebrochenen kleinen Finger an der anderen Hand. Der hängt ganz übel, hängt der in eine Richtung, das ist wirklich nicht schön. Der arme Kerl, wirklich, also das kann er... Die Knie sind aufgeschürft und ein blaues Auge hat er. Das, also da kann er sich aber direkt ein Tierpflaster von Tamamba abholen für. Ja. Soja. Ich will eine heile Schokolade. Weil du so tapfer warst. Erst wenn du den Geist umgebracht hast. Na gut. So. Kann ich noch irgendwas tun, womit ich mich nicht töte? Also ja, du tötest dich nicht, wenn du auf ihn schießt, ja. Das stimmt, aber Kaban vielleicht. Nein, er schießt ihn. Vor dir auf den Boden. Ach stimmt, okay, dann schieße ich jetzt nochmal auf ihn. Möchtest du eine Salve schießen? Ja. Ja. Wie viel Rückstoßkompensation hat denn deine Waffe? Meine Waffe hat die Standard-Rückstoßkompensation. Nein, du hast angepassten Griff. Genau. Und du hast Stärke nichts, also hast du 2 Rückstoßkompensationen, also bekommst du für diesen Wurf minus 4. Insgesamt. Du hast noch Schaden, minus 6. Wenn du keine Salbe schießt, dann bekommst du nur minus 4. Dann schieße ich keine Salbe, sonst treffe ich ihn nämlich gar nicht. Jo, also ich meine, der hat 2 Würfe zum Ausweichen. Und ich habe 2 Net-Hits, ha! So, das heißt, das sind 10k, das heißt, das sind genug 4. K. Naja, du schießt ihm in den Brustkorb. Und dann fällt er nach hinten um. Es kracht sehr, sehr laut. Und dann entschwindet der Geist aus dem Körper von Grischak. Es tut mir leid für ihn, aber ich kann ihn auch einfach nicht mehr heilen. So, wie viel habt ihr am Leben gelassen? 2. Oder? Ja, 2 habt ihr am Leben gelassen. Die lägen da noch drin. Kann man für die noch irgendwas tun? Geht's dir gut? Los? Okay. Ich guck jetzt mal an diesem Bündel an Schmerz und Blut runter. Geht's dir gut? Jojo? Nein. Kannst du laufen? Keine Ahnung. Jojo ist in Teilen von ihrer Stahlhaut überzogen und die sieht beschädigt aus, ne? Das waren ziemlich viele Force, ekelhaft Zauber. Jojo, du hast Hintergrundstrahlung erschaffen. Ja. Aber keine, die irgendwas ganz Ekliges macht, sondern einfach nur Wirbel und schwarze Löcher und so ein Shit. Also keine schwarzen Löcher, aber Gravitationsfelder. Ja, Jojo, weiß ich nicht. Jojo sieht insgesamt scheiße aus. Glaube ich, die hat 8k. Ach du Scheiße. Gut, dann trage ich dich, wir müssen hier weg. Ich weiß nicht, kommen da noch welche nach? Sind da noch mehr Geister? Da waren noch welche. Gut, dann gehen wir ja weg. Ich reiß dich, also ich nimm dich relativ behutsam, relativ ruppig. Also, ne? Was ist mit den anderen? Die sind gefährlich. Möglicherweise. Ihr hört einen Hubschrauber. Wir müssen hier weg. Gott. OT, die gehören ja nicht zur Gang, ne? Richtig? Die waren nur Freunde der Gang. Ja. Jo. Weg, die müssen wir jetzt leider opfern. Tja. Wenn die Haus bleiben, passiert ihnen ja vielleicht nichts. Das stimmt. Richtig. Ja, also, ne, ich hole mir Jojo auf den Arm und dann wird gerannt. Na, Jutti. Gott, meine Aura ist da überall.
Naja. Ich sag mal, es gibt anscheinend viel, um das sich die Polizei kümmern muss, ne? Mhm. Eure Comlinks sind leider geschrottet. Cool. Daddy, würfel mir doch mal bitte. Hast du eine Wissensfertigkeit? Nee, hast du nicht. Würfel mal bitte Navigation. Navigation habe ich. Und Intukatation. Es kommt nicht ganz exotischen Sachen. Naja, so exotisch ist es nicht. Wir hatten heute schon Freifall und ein Fesseln. Hey, der Freifall ist aber hier nichts Exotisches. Ich kann mich orientieren, dass ich nicht habe. Keine Ahnung, wo ich bin. Das ist ein Erfolg. Wieso kannst du dich nicht orientieren? Es ist nicht der beste Weg. Er bekommt ein paar komische Blicke, aber zumindest den ersten Teil ist es gut genug. Weil ihr wart ja vorhin schon hinter der Meute und die Polizei hat die Meute, während ihr da drin Geister gebumst habt. Das war gar nicht so lange. Na, ist egal. Doch, ihr habt ja erst noch gesucht, zusammengesucht. Hattet die schon ein bisschen eingepfercht. Jedenfalls hat sie es versucht. Es ist natürlich immer noch blöd, mit so einer Tante im Arm rumzulaufen, die halb Stahl, halb Weib ist. Aber da musst du ja auch mal drüber hinwegsehen. Und dann irgendwann kommst du auf jeden Fall zu irgendjemandem, den du hundertprozentig kennst, wo du sagen kannst, gib mich mal der Comlink. Und er sagt, ach du Scheiße, komm erst mal rein. Und dann wird er irgendwie mit der Gang wieder zusammenfinden. Das ist gut. Während wir dann auf die Abholung warten, schaue ich grob mir mal die Wunden an. Keine richtigen Wunden. Die hat eigentlich, glaube ich, äußerlich nur ein paar blaue Flecken und so. Na, ich fände es schon witzig, wenn die Metallteile, die jetzt noch zu sehen sind, ein bisschen beschädigt sind. Oder so. Soll ich dir ein Schweißgerät besorgen oder so? Soll ich dir mal in die Fresse schlagen oder so? Ich habe keine Ahnung, wie fixt man sowas? Ich habe keine Ahnung. Guck dir mal die Hand an, du hast hier so ein Metallplättchen, was gebrochen ist. Das ist strange. Das ist dir bewusst, oder? Aha. Also ich könnte dir ja helfen, wenn da ich die Nadel und Faden hätte, aber so Metall, keine Ahnung. Aha. Ich glaube, ein Schmerzmittel würde es für den Anfang auch erstmal tun. Fun Fact habe ich nicht. Der Typ, der euch reingelassen hat, geht zu seinem Medizinschränkchen und wirft dir was hin. Es wäre sogar ein Stimpatch. Ein Stimpatch? Dann liege ich ja völlig auf dem Boden. Nee, warte mal, ein Stimpatch ignoriert doch eh nur geistigen Schaden, ne? Yep. Es ist gutes, altes, ne? Die Klofenack. Ich schluck alles, was ich kann. Jojo hat Schmerzen. Sehr gut. Sie hat das Bedürfnis, sich hinzulegen. Ja, als ob du stehen würdest. Ich bereite ja einen bequemen Sitz auf dem Sofa, damit sie sich hinlegen kann. Dann würde ich meine Waffe, die ich nicht mehr habe, verdammt. Dann nehme ich mir Jojos Waffe nehmen. Genau, ich nehme mir Jojos Waffe, lade sie nochmal durch und bleibe in ihrer Nähe mit gezogener Waffe. Sag mal, für einen Notfall reicht es natürlich. Sie hat natürlich einen auf Jojos Hand angepassten Griff. Ich weiß. Aber sollte der Typ Anstalten machen, komisch zu werden, er wird ja erschossen. Der Typ war eigentlich, bei dem hast du ein paar Mal abkassiert, aber der hat dir auch immer einen Kaffee gebracht. Der war Nein, ich meine von wegen Aussehen wie ein Geist. Ach so, komisch, nee. Der wird sich vielleicht etwas unwohl fühlen, dass ich ihn anstarre, mehrfach, mit einer geladenen Waffe. Ja, der wird, wenn er darf, würde er einfach aus dem Laden gehen und verschwinden. Das ist okay. Das dachte ich mir. Hey, wer dann später eingesagt? Super. Wie lange hält denn das eigentlich mit den Metalldingern? Ja, noch so eine halbe Stunde. Okay.
Obwohl, du hast echt viel Zauber gehabt, ne? 1,5 Stunden. Ich hab richtig Bock Zauber gehabt. Ich hab overcastet. Ich hab alle Stufe 4 Zauber. Ja, 1,5 Stunden und das bisschen Hintergrundstrahlung, was du dort verursacht hast. Mhm. Na dann. Ihr werdet eingesagt, ihr werdet zurückgefahren, man wird sich um euch kümmern. Aber man kriegt ein Tierpflaster. Ich sag mal so. Hier ist neu, ja? Ist ja nun ein Stadtteil, wo die D-Gebiete nicht ganz so heftig waren wie in anderen. Aber so in Donskoi und in Joffrin und so. Da könnte sein, dass Blut vergossen wurde. Bloß, dass in Joffrin keine Bullen da waren, die irgendwann gesagt haben, oh, Abbruch. Das ist schlecht. Aber dadurch. Wie schlimm ist es? Das ist sehr schlecht. Also, ich würde mich ja durchaus informieren, ne, wie schlimm es ist. Ich würde meine Finger schienen lassen und dann würde ich mir eine neue Waffe besorgen. Ihr habt dort 3 Lager an Waffen verloren. Und noch eine andere kleine Gruppierung von Leuten, die der Gang nahestanden, die was für die gemacht haben. Das waren aber ja so ein bisschen Stadtschmuggler. Die wurden einfach niedergemäht. Die Polizei ist auch mit echt vielen Einsatzwagen vor eurer Tür. Aber ihr seid nicht mehr das Krisen gehen nicht aus dem Hausgebiet. In anderen Stadtteilen war auch echt Blut am Start. Ihr wisst, dass das Neuner auf jeden Fall Ziel eines kleinen Überfalls wurde, weil wenn Chaos herrscht, kann man ja auch noch ein bisschen mehr machen. Was da hier laufen ist, wisst ihr jetzt aber nicht direkt. Joffrino. Die Gang hat das nicht betroffen. Die Gang dort ist nicht so zentralisiert wie ihr. Das heißt, die haben gehört, was, da könnte es rumpeln. Fahr mal halt woanders hin, sonst ist doch scheißegal. Und waren dann echt weit weg von dort. Die paar Sachen, die sie da hatten, haben sie mitnehmen können. Also das war nicht so das Ding dort. Die haben sich dann dort zusammengetan mit der Trollgang, mit denen ihr schon jahrhundertelang richtig gut befreundet seid und haben dort ein bisschen für Ordnung gesorgt in deren Turf. Und sind dann halt mit denen zusammen hoch zurück ins Falcon's Turf und haben dort alles, was noch übrig blieb, und das war nicht viel, noch zerhackstückt. Ich sag mal, war schon generell übel. Also die Tötungs-, Vergewaltigungs-, Diebstahl-, Raub-, Entzündlichkeitsrate ist ganz schön nach oben gegangen. Vielleicht auch die der Polizeibrutalität. Könnte sein, ja. Ich bin nicht gestorben. Mhm. Ne, der Kaban hat sich auch einfach gemessert, den Geist. Das stimmt. Ich hab den Die Geschichte kann Kaban natürlich auch noch mehrmals erzählen, wie er diesen Geist gemessert hat, das ist ja klar. Ein Backstab im Invisibilista. Das muss doch gegen die Regeln sein. Nee, warte, geht, okay, pass. Ich liebe diesen Scheiß. Aber ich bin nicht gestorben. Ja. Dafür habe ich den anderen Geist für dich geschlachtet. Wir sind quitt. Also ich sag mal so, ich empfinde das als sehr positiv, dass du nicht verstorben bist. Stell dir mal vor, Kaban wäre besessen gewesen. Das wäre echt ein Problem gewesen. Kaban mit 11, mit 10 Konsti und 11 Stärke. Aber da kotzt doch jeder Geist, der in den Reihen will. Nein. Die kriegen keinen Nachteil durch. Das finde ich eigentlich doof. Ich finde, Geister sollten auch Nachteile durch Cyberware bekommen. Das ist ja das Witzige an dieser Situation. Du kannst die Leute damit einfach auseinandernehmen. Alle. Witzig ist auch, die Magier zu besetzen, weil dann haben die nichts, was gegen die Magier, Geister hilft. Das ist ein Knaller. Aber ich weiß nicht, ob man nicht einfach dann außerhalb seines, also weil der Magier dann ja astral ist, vielleicht. Ich weiß nicht, ob er suppressed wird, quasi. Nee, ich glaube, der kann raus.
Könnte ich mir gut vorstellen. Was auf jeden Fall funktioniert ist, wenn er draußen ist, astral rumgeht und dann der Magierkörper einfach wieder aufsteht. Das funktioniert super, weil da muss man nämlich der Geist nicht mal eine Probe würfeln. Der kommt ja einfach so rein. Das stimmt. Immer sehr witzig. Weil wenn der Geist, wenn der Magier gerade 2 Häuserblocks weiter ist, der kriegt das gar nicht so schnell mit, wie der Sam den Magier auseinandernimmt. Aber wenn Kaban besessen wurden, da hätte ich die natürlich A, jedes Mal diese Probe zugestanden, die es da, glaube ich, gibt. Und B, hätte ich dann vielleicht 2 oder 3 Leute von den anderen zufällig etchen lassen müssen, dass die nicht besessen werden, weil sonst wäre, hätte man da, also naja. Wäre halt doof gewesen. Hätte Gucken Probleme bei. Bereiten können. Ja. Das stimmt. Wir berichten, was passiert ist. Ja. Wir sollten eventuell für solche Vorfälle dickere Waffen im Auto erstmal mit haben. Eventuell. Aber nicht, wenn so viele Bullen vor unserer Tür stehen. Was waren das für komische Geister? Warum konnten die anderen übernehmen? Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich denjenigen finde, der dafür verantwortlich ist, dann esse ich sein Hirn zum Frühstück. Und das meine ich ernst. Das macht mir ein bisschen Angst, aber okay. Und ja, lieber Spielleiter, ja, ich weiß, große Kanaren hatten uns nichts gebracht, weil wir nichts getroffen haben. Ja, ja. Bla. Streu noch Salz in die Wunde. Mit großen Kalibern trifft man halt mehr. Am Ende habe ich getroffen. Am Ende habe ich getroffen und ihn zu Fall gebracht. Und zur Not packe ich mir an... schon das Messer 4 Meter tief in seinem Rücken hatte. Zur Not stecke ich an die Schrotflinte ein Bajonett und dann kann ich die Leute alle erstechen. So ist das nämlich. Ja, gut. Ja, mit Jojo ist eh nicht mehr viel los. Ja, Kaban würde, wie gesagt, sich auch medizinisch versorgen lassen und dann wird es einmal fragen, was er noch tun kann. Und wo er was tun kann. Und Jojo auf die Krankenstation bringen. Welche Krankenstation? Ja, eben. Das ist das Problem. Warum haben wir keine Krankenstation? Klar habt ihr eine. Wir haben einen medizinischen Raum. Ihr habt einen Raum, in dem niemand reinkommt, um zu pennen oder seinen Drecksgerümpel liegen zu lassen und wo Medikits und anderer Shit stehen. Ich finde, das ist doch quasi eine Krankenstation. Und Betten. Mit sauberen Laken. Also ich weiß überhaupt nicht, was du noch willst. Die werden sogar 3-mal in der... im Jahr gewaschen. Nee, die werden jedes Mal gewaschen, nachdem da jemand zerbumst wurde und dann wird da so eine Plastikhülle drüber geschmissen. Was wisst ihr denn noch, dass da sauberer ist bei vielen Straßendocks? Erschreckenderweise hast du recht. Wir haben noch einen Kybernetik-Spezialisten, der ist doch unser halber Sanitäter. Kybernetik. Ja, du hast ihn sonst auch immer als Sanitäter missbraucht. Ja, aber... Schrägstrich Experte, ja, ja. Seine Spezialisierung ist halt Kybernetik. Wenn Polly nah der Arm weggeschossen wird, dann kann man sagen, aha, da kann man was machen. Wenn dir der Arm weggeschossen wird, sagt er, so eine Hakenhand ist doch auch nicht schlecht. Das stimmt, aber mir ist der Arm zum Glück nicht weggeschossen worden. Ich habe keinen Körperteil verloren. Und wenn Karma an der Arm weggeschossen wird, dann kann er sagen, Cyberarme sind eh viel besser. Da hat er recht, das weiß ich auch, kann ich mir nie leisten. Tja, naja. Es ist gerade eine doofe Idee, irgendwie nochmal rauszugehen. Das heißt, medizinische Versorgung muss warten. Oder so weit durchgeführt werden, wie Anwesende das hinkriegen. Ja, das passt schon. Also ich meine, wir machen jetzt eh nichts mehr. Du wirst halt noch ein bisschen versorgt und dann passt das. Wir löten dich wieder zusammen. Tja, da kann man ja leider gar nichts machen.
dieser Entzugsschaden, der ist ja unheilbar. Das Einzige, was man machen kann, ist natürlich dir die Wunden von deinem Sturz, von den Armen von G, diese Wunden zu versorgen, wenn das mal nix ist. Aber mehr als ein paar Kratzer sind das nicht. Ich möchte bitte ein Pferdchenpflaster für einen dieser Kratzer. Du kriegst ein Clownpflaster. Oh, ich nehme, und ein Hörnchenpflaster. Ein Einhornpflaster. Ein kotzendes Einhornpflaster. Ich glaube, das gibt es nicht. Es sei denn, du lässt es speziell für mich drucken. Also ich meine, du gehst also dann irgendwann das nächste Mal zu einer Ebo-Apotheke und sagst, ich hätte gern individualisierte Pflaster, Mullbinden und jeden anderen Scheiß. Dann sagen die, aha, welches Motiv denn? Dann sagst du, hier, bitte, ist auf dem Datenchip. Da sagen die, oh, toll, ein kurzes Einhorn, das ist ja kreativ. Und dann drucken die das, wie viel hätten sie denn gern? 1000. Ah ja, gut, und dann bezahlst du deine 140 Yen oder was weiß ich, und dann kriegst du 1000 kotzende Einhornpflaster. Alles klar. Evo, das Leben verändern. Ja, ich lege mich in ein Bett und bin reumütig, weil ich so dumm war. Wieso warst du denn dumm? Weiß ich nicht, weil es mich zerfickt hat, also muss ich irgendwie dumm gewesen sein. Wir müssen irgendwann mal Jojos Maß an gerechte Weltglauben überprüfen und das irgendwie beheben. Das hält ja auch nicht. Das ist ja widerlich. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Preiset Grebscha, den Helden von Moskau. Der krasseste Dude und Feiner, den man sich vorstellen kann. Mit solchen Leuten an der Seite gönnen kann die Gang, die kann einfach jedem ins Auge sehen und sagen, fuck you, wir machen dich nämlich kaputt, wir haben Leute wie Kriebscher. Er ist ein richtig fetter, hässlicher Dude, der ist steinhart, stahlhart und schön. Und, ne, Attacke. Die Musik ist von Lamprey mit dem Till Parasite und von The Cheese Miles mit Cheese Miles und Peace Garage. Das Video blöd von der Beschreibung. Du musst ja recht erscheißen, wie du beschreiben müssen wir mal. Ihr kleinen geilen Milzpros.